Das ist der zweite Vortrag über die Thermodynamik. In dem ersten Vortrag hatte ich Ihnen die Energieerhaltung vorgestellt und die Enthalpie. Und in diesem Vortrag will ich Ihnen vorstellen den Carnot-Zyklus und die Entropie. Die hängen eng zusammen. Der Vortrag hat 4 Tafeln. Und auf der ersten Tafel werde ich Ihnen den Carnot-Zyklus vorstellen. Auf der zweiten Tafel den Weg vom Carnot-Zyklus zur Entropie, so wie ihn der Clausius gegangen ist. Auf der dritten Tafel werde ich Ihnen darstellen, dass die Entropie eine ganz besondere Bedeutung spielt, weil sie so eine besondere Beziehung hat zu den Begriffen der Reversibilität und der Irreversibilität. Und auf der vierten und letzten Tafel werde ich Ihnen darstellen, dass man auch auf einem ganz anderen Weg zur Entropie kommen kann, einem Weg, der nichts mit Wärmelehre eigentlich zu tun hat primär, sondern auf einem Weg über die statistische Mechanik. Das ist der Boltzmannsche Weg zur Entropie. Das sind die 4 Tafeln. Wenn Sie sagen, den Carnot-Zyklus, den kenne ich, der wird ja in allen Lehrbüchern und wieder dargestellt, dann brauchen Sie sich die erste Tafel jetzt nicht anzusehen. Ich mache nichts mehr, als Ihnen den Carnot-Zyklus vorzustellen. Und ich habe hier jetzt geschrieben, die effizienteste Erzeugung von mechanischer Arbeit W, W steht für Work, aus Wärme, Q, Wärme wird meist mit Q abgekürzt, der Carnot-Zyklus. Ich habe am Anfang nochmal 4 Punkte als Einleitung dargestellt, um diese folgenden Argumente zu verstehen. Das erste ist, ich habe geschrieben, eine Kalorie erwärmt 1 Gramm Wasser von 14,5 auf 15,5 Grad Celsius. Das war die Definition, die im Jahre 1800 also gültig war, Joseph Black. Und das zweite, was ich Ihnen dargestellt habe, was ebenfalls hier verwendet wird, das ist die Zustandsgleichung für das ideale Gas, P mal V gleich N mal R mal T. Druck mal Volumen gleich N ist die Zahl der Mole, mal R, universelle Gaskonstante, und T ist absolute Temperatur. Diese Gleichung, die gab es zu Zeiten von Carnot und Clapeyron nicht, da gab es nur die Bausteine dieser Gleichung. Und die Untergleichung sozusagen, die Gleichung fasst ja verschiedene Gleichungen zusammen. Aber ich will jetzt nicht die Untergleichungen verwenden, sondern die damals alle bekannt waren, sondern ich will gleich diese Gleichung verwenden. Das ist didaktisch viel einfacher und kommt auf das Gleiche raus. Und das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, Sie sehen, hier wird schon die absolute Temperatur verwendet. Und die ist damals auch verwendet worden. Und die Definition, die habe ich Ihnen hier nochmal aufgezeichnet. Absolute Temperatur aus dem Gasdruck bei konstantem Volumen. Wenn Sie einen Kolben haben, mit dem Sie ein Gas bei konstantem Volumen einschließen und dann die Temperatur verändern, dann ändert sich der Druck des Gases linear mit der Temperatur. Und das kann man zur Definition der absoluten Temperatur verwenden. Das habe ich Ihnen hier gezeigt. Das soll die Celsius-Skala sein, der Temperaturmessung. Und 0 Grad, 100 Grad. Und hier messen Sie nach oben jetzt den Druck dieses Gases in dem geschlossenen Kolben. Und dann bekommen Sie hier eben so eine lineare Beziehung. Und wenn Sie das einfach extrapolieren nach links zu beliebig niedrigen Temperaturen, dann haben Sie diesen Schnittpunkt bei minus 273 Grad. Und das ist also die fiktive, absolut kleinste Temperatur. Und diesen fiktiven Nullpunkt, den hat man, diesen fiktiven absoluten Nullpunkt, den hat man damals verwendet. Als minus 268 Grad, die richtige Zahl ist minus 273 Grad Celsius. Und das habe ich also hier jetzt geschrieben. Die absolute Temperatur ist 273 plus die Temperatur in Grad Celsius. 0 Grad Celsius wären also 273, man sagt nicht Grad, sondern 273 Kelvin. Wenn wir sagen Grad absoluter Temperatur, und man sagt einfach dann 273 Kelvin. Daran wollte ich auch nochmal erinnern. Und dann, sehr wichtig hier rechts, der Logarithmus, der wird einem hier auch überall begegnen. Und deswegen habe ich Ihnen eine Definition des Logarithmus, die hier jetzt gut in dieses System passt, aufgeschrieben. Ich habe hier das Yx-Koordinatenkreuz gezeichnet
Und in dieses Koordinatenkreuz habe ich hier diese Kurve y gleich 1 durch x gezeichnet. Das ist diese schwarze gebogene Kurve, y gleich 1 durch x. Und diese Kurve, die dient zur Definition des Logarithmus. Und dazu macht man Folgendes. Man nimmt diese Senkrechte hier über 1, über den Wert x gleich 1, und die Fläche rechts von dieser Linie 1 unter dieser Kurve 1 durch x, das ist der natürliche Logarithmus von x. Wenn Sie also hier zu irgendeiner Zahl 100 gehen, dann nehmen Sie die Fläche, diese rosa Fläche von 1 bis zu x gleich 100, und das ist der natürliche Logarithmus von 100. Das ist die Definition, diese Flächendefinition. Und diese Fläche, die bekommt ein positives Vorzeichen. Und Sie sehen, diese Fläche wird immer größer, aber sie wächst nachher sehr, sehr wenig. Natürlich, Sie sehen ja, wie 1 durch x abfällt. Das heißt, sie ist zwar kontinuierlich wachsend, aber sie wächst nachher nur noch sehr wenig. Aber man kann zeigen, dass die Fläche ins Unendliche wächst. Es gibt also keine Asymptote vorher, sondern die Fläche wird unendlich groß. Und diese Fläche, die ist hier schon aufgezeichnet in dieser gestrichelten Linie. An der Stelle 1 ist sie natürlich 0. ln 1 ist 0 und dann wächst sie. Die wächst kontinuierlich ins Unendliche. In dieser Weise. Der Logarithmus für die Werte zwischen 1 und 0, der ist analog definiert, nur man nimmt die Fläche von 1 bis nach links. Ich habe Ihnen einmal hier so bei 0,5 ungefähr das eingezeichnet. Das wäre also 0,5, dann sehen Sie diese hellere Fläche, das wäre dann der natürliche Logarithmus von 0,5. Und der kriegt aber jetzt ein negatives Vorzeichen. Und dann ist das die Logarithmusdefinition, so wie man sie in der Mathematik zum Beispiel machen kann. Eine von mehreren Definitionen. Und diese Fläche hier links, die wächst natürlich auch ins Unendliche, und zwar schon zwischen 1 und 0. Sie sehen ja hier oben die Flächen, die Sie dann bekommen, wenn Sie hier in die Nähe von 0 gehen, die wachsen auch ins Unendliche mit negativen Vorzeichen, und das ist hier unten aufgezeichnet. Das habe ich also geschrieben. Diese rosa Fläche wird mit dem positiven Vorzeichen versehen, und diese helle Fläche, die wird mit dem negativen Vorzeichen versehen. Und beide Flächen wandern also dann von 0 bis ins Unendliche. Diese Fläche zwischen 1 und unendlich und die linke Fläche zwischen 1 und 0. Ja, das ist die Logarithmusdefinition. Der wird uns hier überall begegnen, und deswegen ist das sinnvoll, wenn man sich das noch vor Augen hält. Gut, jetzt kommen wir also zu dem Carnot-Zyklus. Und den hat der Carnot im Jahre 1824 veröffentlicht. Und da war der Carnot 28 Jahre alt. Und er ist nur 36 Jahre alt geworden. Er ist dann an einer Seuche in Paris gestorben, im Alter von 36 Jahren. Das ist die einzige Arbeit, die der Carnot in seinem Leben veröffentlicht hat. Und der Titel heißt Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Also Betrachtungen über die Bewegungskraft des Feuers und über die geeigneten Maschinen, sur les machines propres, à développer cette puissance, um diese Bewegungskraft zu entwickeln. Auf Deutsch gesagt geht es also um die Dampfmaschine natürlich. Und diese Arbeit von dem Carnot, die ist praktisch nicht wahrgenommen worden. Die ist völlig untergegangen, und die ist aufgenommen worden kurz nach seinem Tode. Ist 1832 gestorben, kurz nach seinem Tode 1834 von einem sehr berühmten französischen Physiker, Clapeyron. Und der Titel dieser Arbeit, die dann das Ganze in Zahlen gegossen hat und die Sache aus dem Vergessen gerettet hat sozusagen, die heißt Mémoire sur la puissance motrice de la chaleur, also ein Memorandum über die Bewegungskraft der Wärme. Und da nimmt er diesen Prozess auf und behandelt den mathematisch in Zahlen. Und das werde ich Ihnen dann hier im Folgenden darstellen. Sie sehen, es geht also um die Theorie sozusagen der Dampfmaschine. Und das ist natürlich von ungeheurer Bedeutung, denn der James Watt hatte ja kurz vorher die Dampfmaschine erfunden. Und der James Watt war im Übrigen ein Freund von dem Mann, der hier diese Kalorie eingeführt hat, von dem Joseph Black.
Und die Dampfmaschine, die hat natürlich die Welt verändert. Vorher musste man ja alles, was man machte, entweder mit Menschenkraft oder mit tierischer Kraft erzeugen, was man an mechanischer Arbeit hatte, an mechanischer Kraft. Und die Dampfmaschine war das erste Instrument, mit dem man eben jetzt aus Wärme mechanische Arbeit erzeugen konnte. Das ist ja eine Zeitenwende und ist ja klar, die Dampfmaschine zu verstehen, war eine der ganz großen Aufgaben. Und das hat sich gezeigt, dass dieser Carnot-Prozess eben von entscheidender Bedeutung ist, um die Dampfmaschine zu verstehen. Das werden Sie sehen. Und gut, das also zu dem Hintergrund. Und es geht jetzt also um die Dampfmaschine und um die Möglichkeit, aus Wärme mechanische Arbeit zu machen. Und die Dampfmaschine und den Carnot-Prozess will ich Ihnen anhand dieser drei Teile hier erläutern jetzt. Und der eigentliche thermodynamisch-mechanische Teil, das ist diese Zeichnung. Und wenn man diesen Grundprozess jetzt mathematisch darstellen will, dann kommt man zu dieser mathematischen Auswertung. Und wenn man alle diese Teilprozesse vom Carnot-Prozess zusammenfasst, dann hat man die Übersicht hier. Und so werde ich Ihnen das in dieser Reihenfolge darstellen. Das ist einer der entscheidenden Teilprozesse. Und wenn Sie den verstehen, dann sind Sie schon ziemlich weit im Verständnis vom Carnot-Prozess. Bei diesem Teilprozess geht es jetzt also, das habe ich geschrieben, um die reversible isotherme Ausdehnung eines Gases. Und was damit gemeint ist, will ich Ihnen hier dran erläutern. Dieser mittlere Teil hier, das soll also ein geschlossenes Gefäß sein. Und das Gelbe in dem Gefäß oder das Rosa in dem Gefäß, das ist das ideale Gas, um das es geht. Und das hat einen Deckel hier oben. Und dieser Deckel ist beweglich. Und das, was hier darüber ist, diese Linien, die können Sie erstmal vergessen. Das ist jetzt der Urzustand mit diesem Deckel, der beweglich ist. Und das Gas, das hat eine Temperatur groß T, die absolute Temperatur. Und hier oben drüber hat man also jetzt von oben, sagen wir, den Atmosphärendruck. Und zusätzlich auf dem Deckel hier, da hat man jetzt zahlreiche kleine Gewichte. Das ist dann der Druck, der insgesamt auf dieses Gas ausgeübt wird. Ich habe hier nur 1, 2, 3, 4 für die Gewichte geschrieben. In Wirklichkeit hätte ich das bis 100.000 schreiben müssen, ganz kleine Gewichte. Und das ist also die Situation. Und das Gas hat also den Innendruck, der entspricht diesem 1, 2, 3, 4, sagen wir, plus jetzt Atmosphärendruck. Das soll das hier heißen. P1, 2, 3, 4 ist also der Druck, der der Atmosphäre und diesen Gewichten den Gegendruck darstellt. So soll das im Gleichgewicht sein. Und um diesen Zylinder herum ist hier unten ein riesiges Reservoir, das hier klein gezeichnet ist, von Wärme mit der Temperatur T, mit der gleichen Temperatur, wie sie das Gas hat. Das ist also die Ausgangssituation. Und jetzt will ich Ihnen versuchen zu erläutern hier dran, was bei der isothermen Expansion dieses Gases vor sich geht. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Man geht her und nimmt hier eins von diesen zahlreichen kleinen Gewichten, sagen wir das Gewicht 4, und stellt es hier zur Seite, neben diesem Zylinder. Und was passiert dann? Der Druck oben nimmt ja ab und dieser Druck im Gas ist jetzt zu groß, das ist nicht mehr im Gleichgewicht. Das ist ganz, ganz etwas neben dem Gleichgewicht. Dieses Gewicht 4 ist ganz winzig klein. Das ist ein ganz winziger Schritt neben dem Gleichgewicht. Das Gas wird sich jetzt ausdehnen und diesen Deckel ganz etwas nach oben heben. Und was wird jetzt bei der Ausdehnung passieren? Die Gasmoleküle, das kann man sich am besten klar machen, vielleicht wenn man sich etwas in die Zukunft versetzt hier, sagen wir mal ins Jahr 1855 oder so, bei dem man die kinetische Gastheorie entwickelt hatte, die Moleküle, die prallen jetzt gegen den Deckel und der Deckel zieht sich ja etwas zurück. Und dabei wird den Molekülen kinetische Energie entzogen. Das ist im Grunde wie beim Tennisspielen. Wenn der Tennisball ankommt und ich ziehe den Schläger zurück, dann kann ich den Ball im Prinzip abtropfen lassen. Und so ist das hier auch. Der Deckel zieht sich zurück und die kinetische Energie nimmt ab. Und das bedeutet, dass die Temperatur hier abnimmt. Und das bedeutet, dass jetzt hier eine Temperaturdifferenz entsteht,
Dieses Gas ist jetzt ganz, ganz etwas kühler als die äußere Temperatur T und deswegen wandert jetzt Wärme in das Gas. Wir haben eine ganz winzige Temperaturdifferenz. Da wandert die Wärme in das Gas und man bekommt wieder die Größe T. Und das Volumen hat etwas zugenommen. Und wenn Sie sich jetzt diese Gleichung ansehen, dann sehen Sie, T ist gleich geblieben, das Volumen ist größer geworden, also muss der Druck abgenommen haben. Das ist ja auch so, Sie haben ja jetzt nur 1, 2, 3 darüber. Dann haben Sie das neue Gleichgewicht. Und der nächste Schritt ist jetzt die Wiederholung. Das neue Gleichgewicht, da wäre das hier, das wäre diese Linie, 1, 2, 3. Das wäre das neue Gleichgewicht. Und jetzt gehen Sie hin und nehmen das Gewicht 3 und tun das zur Seite. Dann wiederholt sich das Ganze. Der Deckel hebt sich wieder etwas, die kinetische Energie nimmt etwas ab, Wärme fließt ein, die Temperatur wird wieder die alte und Sie haben wieder die kleine Volumenvergrößerung. Und dann haben Sie das Gewicht 3 hier. Und das machen Sie jetzt nacheinander. 1 Million Mal, so wie ich es hier im Prinzip gezeichnet habe. Und dann haben Sie diese kleinen Gewichte. Ich habe Ihnen jetzt das hier mit diesen Gewichten aufgezeichnet. Da haben Sie 4, 3, 2, 1 hier so angehoben. Und das ist die mechanische Arbeit. Hier hatten Sie ja die Gewichte auf gleicher Höhe und jetzt haben Sie die Gewichte hier hochgehoben. Das ist genau die mechanische Arbeit. Und wenn Sie den letzten Schritt gemacht haben, dann haben Sie das Gewicht 1 hier und der Deckel ist jetzt hier oben. Und wenn Sie das jetzt rückgängig machen wollen, dann müssen Sie nur einen Trick anwenden. Sie müssen sagen, wenn Sie das machen wollen, Sie müssen das Gewicht 0, was ich hier gezeichnet habe, das müssen Sie in der Tasche halten. Und das müssen Sie hier oben hinlegen. Dann kommen Sie zu dieser Situation und dann tun Sie nacheinander 1, 2, 3, 4 und so weiter wieder zurück. Und dann kommen Sie genau wieder hier hin. Und dann ist das Ganze in diesem Sinne reversibel, bis auf die Tatsache, dass Sie das Gewicht 0 in der Tasche haben müssen. Und man kann sagen, wenn Sie jetzt unendlich viele von diesen kleinen Schritten machen, dann wird natürlich das Gewicht 0 immer kleiner. Denn der Weg hier nach oben wird ja immer winziger, immer unbedeutender sozusagen. Und das Gewicht 0 wird immer kleiner. Und in diesem Grenzfall, dann ist es wirklich absolut reversibel sozusagen. Und das ist eben die Erkenntnis, dass diese Reversibilität ein ideal Grenzfall ist, die auftritt, wenn Sie unendlich kleine Schritte machen, das in unendlich kleine Schritte zerlegen. Das ist also die Umwandlung von Wärme in mechanische Arbeit. Die Wärme, die fließt hier in diesen zahlreichen winzigen Portionen zu und Sie bekommen also dann diese Stapelung der Gewichte und das können Sie so umdrehen. Das ist also die isotherme Ausdehnung eines Gases und die mechanische Arbeit, die Sie gewinnen. Gut, das ist dieser anschauliche Teil und jetzt geht es darum, das Ganze in Zahlen zu fassen. Das sieht so aus, wie ich es hier links beschrieben habe. Diese Gaszustände, dieses Gas und dann diese etwas größeren Gasvolumina mit dem geringeren Druck, die kann man jetzt grafisch darstellen. Und das macht man üblicherweise in diesem PV-Diagramm, das habe ich Ihnen hier gezeichnet, nach P und V, Druck und Volumen. Und wenn Sie jetzt diesen Gaszustand hier zum Beispiel, den Ursprungszustand, in diesem PV-Diagramm darstellen wollen, dann müssen Sie also die P-Koordinate hier wählen entsprechend und die V-Koordinate. Wenn Sie diesen Punkt nehmen würden hier, dann wird da das die P-Koordinate. Dann wäre das hier das wäre die P-Koordinate und das wäre die V-Koordinate. Dann hätten Sie diesen Punkt. Und die Temperatur, die das Gas dann hat, die rechnen Sie aus dieser Formel hier. Und Sie sehen jetzt Folgendes, wenn Sie diesen Punkt hier haben. Bei diesen ganzen Veränderungen des Gases bleibt ja die Temperatur konstant. Das bedeutet, P mal V muss konstant bleiben. Und das bedeutet jetzt, dass alle diese Punkte hier in dieser Zeichnung auf der Linie liegen müssen, P mal V gleich konstant, dem Anfangswert, den Sie hier bekommen hatten. Und diese Punkte, das sind die Punkte, die auf einer Kurve liegen. Und diese Kurve nennt man Isotherme, die gleiche Temperatur, der Name ist ja klar. Und diese Kurve, die sieht so aus wie diese schwarze Kurve, P mal V gleich konstant. Und das ist das gleiche wie P gleich 1 durch V mal einer Konstante. Und dann sind Sie hier oben bei P gleich Y gleich 1 durch X. Und deswegen ist das also diese Kurve 1 durch X mal einer Konstante.
Und das ist diese schwarze Kurve. Das ist also 1 durch x mal eine Konstante. Und auf dieser schwarzen Kurve, da bewegt sich dieses Gas in dem PV-Diagramm während dieses Prozesses, weil ja die Temperatur konstant bleibt. Und Sie sehen jetzt, diese eine schwarze Kurve ist eine einzige Kurve von einer unendlich großen Kurvenschar, denn P mal V ist eben konstant, aber eben abhängig von der absoluten Temperatur. Wenn die absolute Temperatur sehr klein ist, dann ist P mal V ganz klein und dann sind diese Kurven hier natürlich ganz links, denn P mal V ist ja die Fläche. Wenn Sie P mal V nehmen, haben Sie ja hier so eine kleine Fläche. Wenn die klein ist, dann sind die Kurven also ganz links und wenn P mal V riesig ist, dann sind diese Flächen groß, dann sind diese Kurven hier rechts. Das ist also eine unendliche Kurvenschar von solchen Kurven. P mal V gleich konstant. Und auf der Kurve, da haben Sie eben jedes Mal die gleiche Temperatur. Die können Sie leicht ausrechnen, indem Sie P mal P und V hier nehmen und das Ganze mit hier durch N, und mal, durch N mal R teilen und dann haben Sie die Temperatur. Und die ist eben überall konstant. Das können Sie sich vorstellen, dass Sie hier nach außen in den Raum hinein noch so Säulen haben, die dann alle gleich groß sind. Und hier innen sind diese Säulen ganz klein und hier außen werden bei den hohen Temperaturen diese Säulen ganz groß. Das muss man sich also klar machen, was dieses P mal V-Diagramm bedeutet und dass in diesem Diagramm eben dieser Prozess eine Bewegung des Gases auf dieser schwarzen Linie bedeutet. Und jeder Punkt in diesem Diagramm sagt Ihnen eben, wie das Gas aussieht. Nehmen wir für einen Mol jetzt und diesen roten Punkt, würde man sagen, gut, ich habe also ein Mol Gas an diesem roten Punkt, das bedeutet also, das hat diesen Druck und hat dieses Volumen und die Temperatur bekomme ich daraus. Ja, das ist also die Isotherme und die Darstellung des Gases, des Gaszustandes eben in dieser Ebene jetzt. Jetzt geht es also darum zu sagen, welche Arbeit bekomme ich denn jetzt eigentlich bei diesem Prozess, der auf dieser Linie sich abspielt. Und das ist folgendes, wenn sich dieser Deckel etwas hebt, dann wird dabei mechanische Arbeit verrichtet und die hat die Größe Druck P mal Delta V, dem kleinen Volumenvergrößerung. Das muss man jetzt erstmal akzeptieren, ich habe es im vorigen Vortrag ja schon erwähnt auch. Das kann man sich gut merken, dass das Arbeit ist, denn P ist Newton pro Quadratmeter und Delta V ist Kubikmeter. Newton pro Quadratmeter mal Kubikmeter ist Newton mal Meter. Und das ist eben genau die Dimension der Arbeit der Energie. Also dieses Produkt, Druck mal kleine Volumenvergrößerung, das ist die mechanische Arbeit. Und wenn Sie das hier einzeichnen würden, dann würden Sie sagen, gut, ich bin an einem bestimmten Punkt, das ist dieser Druck und diese kleine Volumenvergrößerung, das ist dieser Weg nach rechts. Und die Volumenvergrößerung ist dieser kleine Weg nach rechts und das Produkt aus P mal Delta V, das ist eben die Arbeit, das ist dieser schlanke Sektor hier, P mal Delta V. Und dann sinkt ja der Druck etwas ab. Und so geht, dann mache ich wieder P mal Delta V und so weiter und dann kriege ich diese Sektoren und diese Fläche ist also die Arbeit. Diese Arbeit wird dargestellt ganz genau durch diese Fläche. Der Hintergrund ist natürlich, dass ich das immer reversibel mache und immer in diesen kleinen Schritten. Und diese Fläche, das ist nichts weiter als das Integral dieser Funktion hier von V1 bis V2. Wenn man das in die bestimmten, in beliebig viele kleine Sektoren teilt. Also ich habe das nochmal geschrieben, W der Arbeit ist Summe Pi mal Delta Vi. Das ist diese Zeichnung und zum Integral würde man sagen, W ist also das Integral Pi dV, also PdV. Und P ersetzt man jetzt aber durch diese Funktion. P ist 1 durch V mal nRT. Und das würde also bedeuten, das ist Integral 1 durch V mal nRT mal T dV. Und Sie müssen sich klar machen, dieses Pi, das ersetzt man hier durch. Pi ist also 1 durch V mal nRT. 1 durch V mal nRT. Und das Integral. Und nRT hängt ja nicht von V ab, das können Sie vor das Integral setzen. Und dann sind Sie genau da oben, 1 durch V dV. Und das ist der natürliche Logarithmus. Und dann würden Sie sagen, wenn Sie das ausrechnen, haben Sie also
das Integral an der oberen Grenze minus das Integral an der unteren Grenze. Und das kann man mit dem Logarithmus umrechnen. Und dann kommt das hier raus. N mal R mal T mal dem Logarithmus obere Grenze durch untere Grenze. Das können Sie genauso gut, diese Formel ist genauso gut gleichwertig zu sagen. N mal R mal T mal dem Logarithmus von V2 minus N mal R mal T mal dem Logarithmus von V1. Also das ist nur die Kurzversion oder die andere Version, das zu schreiben. Ja, dann haben Sie also die Formel und wissen, welche mechanische Energie Sie gewonnen haben. Ja, das ist also die Situation und ich sehe, der Logarithmus hier, das fällt mir gerade ein, der ist ja sehr, sehr wichtig und ich habe vergessen, Ihnen hier noch eine Anmerkung zu machen, das will ich nachtragen. Das ist hier, können Sie die Definition der Zahl e sehr gut sehen und das ist ja die Basis für diesen Logarithmus. Und wenn Sie diese rosa Fläche, wenn die gerade 1 ist, dann sind Sie hier bei einem bestimmten Wert x. Und dieser Wert x, das ist die Zahl e. Das habe ich vergessen nachzutragen. Das ist ja wichtig, um den Logarithmus, den natürlichen Logarithmus zur Basis e zu definieren. Da kommt die Zahl e her. Also dieser natürliche Logarithmus, den sehen Sie, den ich Ihnen hier erläutert habe, der tritt hier genau auf. Ja, das ist also die zahlenmäßige Version und damit habe ich Ihnen die zahlenmäßige Version auch erläutert und dann will ich zu diesem Punkt kommen, Ihnen jetzt den ganzen Carnot-Prozess im Überblick darzustellen. Der Carnot-Zyklus im PV-Diagramm. Man fängt also an und sagt, ich habe ein Gas in der Position A hier, der hat einen bestimmten Druck, ein bestimmtes Volumen und eine Temperatur, eine relativ hohe Temperatur, sagen wir mal erstmal. Das ist die Temperatur TH, die hohe Temperatur. Und dieses Gas, das unterwerfe ich jetzt diesem Prozess, ganz genau so, und dabei bewegt sich das Gas jetzt auf dieser schwarzen Isotherme, in dieser Richtung. Ich nehme hier nacheinander Gewichte weg. Und dann komme ich zu dem Punkt B. Und an dieser Stelle kommt jetzt der nächste Carnot-Prozess zum Tragen. Und das ist dieser Prozess 2. Das ist jetzt ein Prozess, den ich noch nicht erwähnt habe, der sieht folgendermaßen aus. In diesem Punkt B entferne ich jetzt dieses Reservoir und dann habe ich gar kein Wärmereservoir mehr und isoliere das Ganze, sodass kein Wärmeaustausch stattfinden kann. Es kann keine Wärme hier austreten von dem Gas und es kann auch keine Wärme eintreten. Diesen Prozess nennt man adiabatisch. Und das heißt, ich mache jetzt hier die Situation adiabatisch und dann mache ich das Gleiche wie hier. Ich nehme aus der Ursprungssituation Gewichte weg. Ein Gewicht nach dem anderen, ganz genau so wie hier, nur eben adiabatisch. Und dann passiert das Gleiche wie hier. Der Witz ist nur, dass wenn ich hier ein Gewicht zur Seite tue und der Deckel zurückweicht, dann wird das Gas an kinetischer Energie verlieren, aber die kann nicht nachgeliefert werden, weil ich kein Wärmereservoir habe. Und dann wird das Gas kühler. Das ist der wesentliche Unterschied. Und diesen adiabatischen Prozess, den mache ich mechanisch genau wie hier. Und der liefert mir auch hier diesen Anstieg und meine mechanische Arbeit. Und auch bei diesem adiabatischen Prozess, da bewegt sich das Gas auf einer Kurve der Adiabate. So wie er sich hier auf der Isotherme, bewegt. Und die adiabatische Kurve, die habe ich jetzt Ihnen nicht die Formel aufgeschrieben, das ist so eine blaue Kurve. Das ist genauso eine Kurvenschar wie die Isotherme, nur sie sehen anders aus. Das Gas bewegt sich jetzt auf diese Adiabate und es kühlt sich ab. Sie sehen ja, von dieser Isotherme wandert es aus auf eine weiter innere Isotherme, das heißt eine kühlere Isotherme und es kühlt sich ab. Ist ja klar, das konnte man ja jetzt verstehen. Und dann komme ich auf diese Weise adiabatisch zu C. Und an diesem Punkt bringe ich jetzt ein Wärmereservoir an das Gas, ganz analog wie hier, aber mit einer niedrigeren Temperatur, genau der Temperatur, die ich bei C habe, sodass ich keine Temperaturdifferenz habe. Dieses kühlere Gas, da setze ich ein Wärmereservoir dran, was genau die Temperatur von dem kühleren Gas hat. Und dann gehe ich zurück, genau wie nach diesem Motto, nur ich drehe jetzt die Richtung um und sage, packe jetzt hier Gewichte drauf. Diese Gewichte habe ich ja noch. Da packe ich also hier Gewichte drauf und mache eine Kompression dieses Gases. Und wenn ich diese Arbeit hier reinstecke, in dieser Weise,
erzeuge ich ja jetzt Wärme. Wenn ich den Deckel absenke, denken Sie an das Tennismodell, dann gebe ich dem Ball, sprich dem Molekül, ja mehr kinetische Energie und damit erwärme ich das Ganze und dadurch wird das Gas wärmer und jetzt wandert Wärme aus dem Gas in das Reservoir. Und das Reservoir ist riesig, das nimmt diese Wärme auf und diese Wärme wird hier abgeführt. Das ist dieser Prozess, die isotherme Kompression. Und dann, wenn ich an dieser Stelle D bin, die man ausrechnen muss, wo man aufhört, dann nehme ich das Wärmereservoir weg, isoliere das Ganze und komprimiere das adiabatisch, indem ich wieder Arbeit reintue und das Gas erwärme. Das ist, denken Sie an dieses Tennismodell. Die Wärme kann ja jetzt nicht entweichen, ich habe kein Reservoir, also bleibt die Wärme in dem Gas und ich erwärme das Gas und so mache ich das, dass ich zu dem Punkt A komme. Dann habe ich den Carnot-Zyklus beschlossen. Das ist also der erstaunliche und wunderbare Zyklus, den der Carnot sich überlegt hat. Und warum der so wichtig und bedeutend ist, das werden Sie sehen. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Der erste Schritt ist also die isotherme Expansion. Der zweite ist die adiabatische Expansion. Der dritte ist die isotherme Kompression. Und der vierte die adiabatische Kompression. Sie müssen also immer diesen Tank dazu tun oder da wegnehmen und er hat eben die hohe oder die niedrige Temperatur. Ja, wenn man sich jetzt überlegt, was bedeutet dieser Carnot-Prozess, dann kann man sagen, wenn Sie sich den ansehen, dann kann man sehen, dass die Fläche, die von dem Prozess hier umschrieben wird, diese innere Fläche W, habe ich geschrieben, dass das die mechanische Arbeit ist, die dieser Carnot-Prozess erzeugt. Denn Sie sehen ja, die Arbeit ist die, immer das, was unter dieser Linie, Bewegungslinie dieses Gases ist. Egal, ob das jetzt welche Kurve das ist, isotherme oder die Adiabate, die ich Ihnen auch angedeutet habe, egal. Das, was unter dieser Kurve ist, sei sie wie sie sei, das ist immer die Arbeit, PdV, das Integral. Und wenn Sie sich das ansehen, sehen Sie also jetzt, wenn Sie diesen Weg hier gehen, von A nach C und fallen hier das Lot und hier das Lot, dann ist die Fläche darunter, das ist die Arbeit, die das Gas auf dem Wege von A nach C leistet. Und wenn Sie von C nach A gehen und dieses Lot fällen jedes Mal nach unten bis zu der Grundlinie, dann ist das die Arbeit, die Sie reinstecken müssen, um das Gas zurückzuführen. Und die Differenz der Arbeiten ist genau das, was hier als W bezeichnet ist. Das ist also die Arbeit, die Sie bekommen. Das ist der erste interessante Punkt dabei. Der zweite Punkt ist folgender. In diesem Prozess, sehen Sie ja, wird Wärme reingesteckt und Wärme abgeführt und außerdem bekommen Sie Arbeit. Und nun, es ist interessant, sich klarzumachen, wie viel Wärme Sie reinstecken und wie viel Wärme Sie abführen bei dem Prozess. Und das habe ich Ihnen hier rechts aufgeschrieben. Die Wärme, die Sie rein, hier oben einführen, das ist natürlich die Arbeit, die Sie unter dieser schwarzen Isotherme verrichten. Das ist ja die Stelle, bei der Sie Wärme einführen. Bei dem Schritt 2, da führen Sie ja keine Wärme mehr ein. Das ist ja adiabatisch. Das heißt, die Wärme, die Sie einführen, führen Sie nur unter dem Weg 1 ein. Und darunter haben Sie eine Fläche bis nach unten, dann dieses Integral. Und diese Fläche ist die Arbeit, die entspricht der Wärme. Und das heißt, Sie können also sagen, wenn Sie dieses Integral unter A und B ansehen, dann haben Sie die Wärme, die Sie zugeführt haben. Und das habe ich Ihnen hier oben aufgeschrieben. Die Wärme, die Sie zuführen, Q in. Und jetzt erstmal wollen wir das Vorzeichen nicht beachten. Wir nehmen nur die absoluten Werte dieser Wärme. Das Vorzeichen, da komme ich nachher drauf zurück. Der absolute Wert dieser Wärme ist also diese Arbeit. Das ist die Fläche unter A und B. Und das ist genau diese Formel, n mal r mal t, t ist hier die hohe Temperatur, mal dem natürlichen Logarithmus von Vb zu Va. Und V2 zu V1, das große Volumen durch das kleine Volumen. Und das ist die Wärme, die Sie hier reintun. Können Sie durch die Arbeit ersetzen. Und das Gleiche können Sie hier unten machen für die Wärme, die rauskommt. Und das können Sie genauso machen, wenn Sie jetzt auf das Vorzeichen erstmal vergessen. Dann kann man also sagen, ich kann die Kurve von D nach C gehen,
so wie ich sie von A nach B gegangen bin und kann diese Fläche hier unten, das Integral, benennen. Und dann muss ich nur mir das Vorzeichen überlegen, ob ich das mit positiv oder negativ bezeichne. Das wird, ist ja dann nachher selbstverständlich. Diese Fläche, die kann ich ausrechnen. Und das ist die Wärme, die hier eben abgegeben wird in, den, in das Reservoir. Und diese Formel sieht genauso aus wie die obere. Q out ist N mal T, aber jetzt N mal R mal TL. Das ist die niedrige Temperatur, mal dem Logarithmus von VC zu VD, das große Volumen durch das kleine Volumen. Das ist die absolute Wärmemenge. Wie gesagt, das Vorzeichen ist hier nicht berücksichtigt, das muss man dann im Kopf später berücksichtigen. Das ist also das Verhältnis der absoluten Wärmemengen. Und das ist ja einfach zu verstehen. Und jetzt kommt der Punkt, den ich Ihnen einfach nennen muss, und man, das habe ich geschrieben, man kann zeigen, dass VB zu VA genau den Wert hat wie VC zu VD. Das heißt also, wenn ich hier das Volumen verdopple, wenn ich von A zu B gehe, dann verdopple ich auch hier das Volumen, wenn ich von D zu C gehe. Das folgt aus der Mathematik. Wenn Sie diese Gleichung für die Kurven einsetzen, dann können Sie das zeigen. Das kann ich Ihnen jetzt hier nicht vorrechnen, ist nicht schwer zu rechnen im Prinzip. Dann können Sie also diese zeigen, dass das gilt. VB zu VA ist genauso wie VC zu VD. Und wenn Sie das verwenden, dann sind Sie jetzt praktisch fertig, denn dann sehen Sie, dieser Quotient ist gleich dem Quotienten und dann ist bei diesem Bruch bleibt nur übrig TH durch TL. Alles andere fällt weg. Und dann steht hier der absolute Wert der Wärme, die Sie einführen, durch den absoluten Wert der Wärme, die Sie abführen. Das ist TH durch TL, die hohe Temperatur durch die niedrige Temperatur, absolut. Und das ist die entscheidende Erkenntnis aus dieser, eine weitere entscheidende Erkenntnis aus diesem Carnot-Prozess. Gut, welche Bedeutung das Ganze hat, das will ich Ihnen jetzt hier unten weiter erläutern. Und aus dem, was ich Ihnen jetzt hier dargestellt habe, habe ich geschrieben, daraus bekommt man für den Wirkungsgrad des Carnot-Zyklus Folgendes. Der erste Punkt ist, die Arbeiten unter 2 und 4 heben sich auf. Das ist jetzt diese adiabatische Expansion und die adiabatische Kompression. Wenn Sie sich das hier jetzt vergegenwärtigen, dann sehen Sie direkt, dass sich die aufheben. Denn bei der adiabatischen Situation ist es ja so, Sie haben hier keinen Tank, sondern Sie haben das hier völlig isoliert. Und in dem ersten Schritt, dann nehmen Sie jetzt diese Gewichte weg und kühlen das Ganze ab und dehnen es aus. Und in dem zweiten Schritt geben Sie genau den Rückweg. Von hier gehen Sie von TH zu TL und genau den Rückweg von TL zu TH gehen Sie ja hier an dieser Stelle. Und das ist genau der Rückweg, das ist ja völlig reversibel und damit haben Sie den alten Zustand wiederhergestellt. Das heißt, Sie haben hier nichts gewonnen. Das, was Sie bei 2 gewonnen haben, das haben Sie bei 4 wieder reingesteckt. Das heißt also, die Arbeiten unter 2 und 4 heben sich auf. Das kann man also hier gut sehen. Und wenn das so ist, dann kann man also sagen, dann haben Sie nur zwei Arbeiten, die Sie übrig haben. Das ist einmal die Arbeit, die aus dem Q-in kommt und das andere Mal die Arbeit aus Q-out. Q-in ist das, was Sie reinstecken und Q-out hat aber das andere Vorzeichen natürlich. Diese Arbeit Q-in, die kommt durch die Wärme rein und Q-out verlieren Sie als Wärme. Das heißt, die Arbeit, die Sie bekommen, ist die Differenz von Q-in minus Q-out. In absoluten Werten jetzt genommen. Q-in und absolut und Q-out absolut und die Differenz Q-in minus Q-out, das ist die Arbeit. Und der Wirkungsgrad, den Sie bekommen, ist dann diese Differenz durch das, was Sie reinstecken. Das ist Q-in. Und dann kann man sagen, der Wirkungsgrad ist Q-in minus Q-out durch Q-in. Das ist der Anteil, den Sie in mechanische Arbeit umgesetzt haben. Und das ist Q-in minus Q-out durch Q-in. Und wenn Sie das ausrechnen, dann ist das hier 1 minus Q-out durch Q-in. Und Q-out durch Q-in, das sehen Sie hier, Q-out durch Q-in ist TL durch TH. Wenn Sie das einsetzen, kommen Sie auf 1 minus TL durch TH. Dann haben Sie die Wärme durch die Temperatur ersetzt. Das ist deswegen wichtig, weil die Wärme können Sie schlecht messen, aber die Temperatur können Sie ganz leicht messen.
1 minus TL durch TH. Und wenn Sie 1 durch TH durch TH ersetzen, dann steht hier TH minus TL durch TH. Das ist die bekannte, berühmte Formel für den Wirkungsgrad. Sie haben jetzt also die Wärmen ersetzt durch die Temperatur. Das können Sie machen wegen dieser Gleichung. Und dann steht also, der Wirkungsgrad ist TH minus TL durch TH. Und Sie sehen daran, das ist natürlich jetzt außerordentlich wichtig, denn das ist ja das, was Sie interessiert. Sie wollen ja wissen, welchen Anteil Ihrer Wärme können Sie in mechanische Energie übersetzen. Und Sie sehen daran, wenn TL jetzt die niedrige Temperatur 0 wäre, dann wäre der Wirkungsgrad 1. Aber Sie können natürlich Ihre Wärme nicht zum absoluten Nullpunkt abgeben. Und das ist, wäre aber im Prinzip auf diese Weise vielleicht möglich. Und der Wirkungsgrad geht auch gegen 1, wenn Sie TH gegen unendlich gehen lassen. Dann wird ja dieser Quotient auch beliebig groß. Und das sind also die beiden Möglichkeiten, einen großen Wirkungsgrad zu bekommen. Nehmen Sie an, Sie würden jetzt also TH bei 1000 Kelvin haben und TL bei 400 Kelvin. Dann hätten Sie eine Differenz von 600 Kelvin. Und 600 Kelvin durch TH, 1000 Kelvin, das wäre der Wirkungsgrad, den Sie erreichen können. Das wären 60%. Das heißt, zwischen diesen Temperaturen könnten Sie 60% der Wärme, die Sie einführen, in mechanische Arbeit umwandeln. 40% würden Sie immer hier unten bei der niedrigen Temperatur und zwischen diesen Temperaturen eben als Wärme abgeben wieder. Das ist natürlich außerordentlich wichtig in der Praxis, denn in der Praxis wird ja auch heute noch die meiste, mit Abstand die meiste Energie, ich halte ja den Vortrag im Jahr 2015, aber die meiste Energie wird ja immer noch durch Erwärmung von Wasserdampf erzeugt. Auch in Atomkraftwerken kommt ja die Wärme, wird ja heißer Wasserdampf gemacht, nur die Wärme kommt aus der Kernspaltung und nicht aus der Verbrennung von Öl oder Gas oder Kohle. Und also insofern ist diese Formel von außerordentlicher Bedeutung. Und die wirkliche Bedeutung dieser Formel, die folgt aber natürlich jetzt daraus, dass, das hat schon der Carnot gesagt, auf diesem letzten Punkt, ich habe geschrieben, der Carnot-Zyklus gibt die maximale Arbeit W zwischen den Temperaturen TH und TL. Das ist jetzt der entscheidende Punkt dabei. Das habe ich hier nochmal geschrieben. Es gibt keine Maschine XYZ mit besserem Wirkungsgrad. Das ist natürlich jetzt der entscheidende Punkt. Und der Carnot hat das bereits gesagt und er hat einen Beweis dafür angegeben, einen Widerspruchsbeweis, den ich Ihnen hier unten aufgezeichnet habe. Und der Beweis läuft folgendermaßen. Nehmen wir an, es gäbe eine solche eine andere Maschine XYZ, die besser ist als die Carnot-Maschine und nennen wir die XYZ 120. Dann würde man sagen, ich habe hier oben ein Wärmereservoir mit TH und ich habe ein anderes Wärmereservoir hier unten mit TL. Zwischen diesen Temperaturen arbeite ich. Das sind diese beiden Reservoire. Und TL ist in der Praxis ja meist irgendein Flusswasser oder so, wo das abgeleitet wird. Und TH ist eben der heiße, möglichst heiße Wasserdampf. Also ich habe TH und TL und ich setze dazwischen diese XYZ 120 Maschine und die transportiert mir jetzt die Wärme Q in nach unten zu Q-out und produziert mir jetzt mechanische Energie, und zwar 120 Einheiten. Und dann sagt man, kann man also folgendes Argument machen, man kann sagen, ich kann jetzt hergehen und die Carnot-Maschine daneben setzen, und die Carnot-Maschine ist diese Carnot-100-Maschine, die Standard-Carnot-100-Maschine, will ich sie mal nennen, die soll 100 Einheiten Arbeit erzeugen, Carnot-100. Die andere ist eben besser, sie erzeugt 120. Da setze ich meine Carnot-100-Maschine daneben und jetzt nehme ich die Maschine und die Maschine transportiert mir jetzt diese Q-out nach oben zu Q-in für 100 Energieeinheiten. Denn diese Carnot-Maschine sollte ja 100 Energieeinheiten produzieren und sie ist vollständig reversibel. Das ist ja der Hintergrund all dieser Überlegungen, ist immer, dass es vollständig reversibel ist. Dieser Prozess ist vollständig reversibel, egal ob er hier das Wärmereservoir hat oder isoliert ist. Er ist immer vollständig reversibel. Nur dann kann ich auch diese Zeichnung machen. Und der Carnot-Prozess ist also vollständig reversibel und dann kann ich also hergehen und kann den auch rückwärts laufen lassen. Ich kann also diese Wärme hier von unten nach oben transportieren, indem ich Arbeit reinstecke. Und das mache ich hier. Ich nehme diese Carnot-Maschine und lasse sie jetzt rückwärts laufen.
und dann transportiert sie mir für 100 Energieeinheiten diese Wärme nach oben. 100 Einheiten muss ich da reintun. Und Sie sehen, diese Maschine soll jetzt 120 produziert haben, 100 nehme ich für den Rücktransport, dann habe ich den alten Zustand wiederhergestellt und ich habe 20 Einheiten aus dem Nichts erzeugt, die sind mir übrig geblieben. Und das geht nicht, das ist eben wäre ein Perpetuum mobile und das Dogma, das Grundprinzip ist eben das Prinzip der Energieerhaltung und dass ich Energie aus Nichts nicht erzeugen kann. Und das ist der Beweis dafür, dass es eben diese Maschine XYZ120 nicht geben kann. Und das heißt, der Carnot-Prozess ist der effizienteste Prozess, den es gibt. Das habe ich Ihnen nochmal geschrieben hier. 100 Einheiten Arbeit aus der XYZ120-Maschine würden in der Carnot-Maschine ausreichen, um Q-Out in Q-In zu verwandeln. Carnot ist reversibel. Das ist der Kern der Sache. Und so den Ausgangspunkt wiederherzustellen. 20 Einheiten Arbeiten bleiben und sind aus dem Nichts erzeugt, das ist unmöglich. Das ist also das Argument, was schon der Carnot gebracht hat. Ja, damit habe ich Ihnen also die Carnot-Maschine im Detail erklärt, den Carnot-Prozess. Und Sie sehen, wie ungeheuer wichtig der Carnot-Prozess ist. Nicht im Wesentlichen durch dieses letzte Argument dann auch. Und deswegen hat man sich eben so überaus intensiv mit ihm beschäftigt. Und auf der nächsten Tafel will ich Ihnen darstellen, wie man von dem Carnot-Prozess zur Entropie gekommen ist. Das ist die Arbeit von dem Clausius und die folgt eben auf der nächsten Tafel. Gut, meine Damen und Herren, ich will also jetzt an dieser Tafel Ihnen darstellen, wie man vom Carnot-Zyklus zur Entropie gekommen ist. Und das hat Herr Clausius gemacht. Und das will ich Ihnen hier oben darstellen. Und hier unten will ich Ihnen dann an einfachen Beispielen, die ich irgendwelchen Lehrbüchern entnommen habe, einer Vielzahl von Lehrbüchern, einfache Beispiele darstellen für den Umgang, den rechnerischen Umgang mit der Entropie. Das ist natürlich weniger wichtig. Der entscheidende Punkt ist also die Entropie, den Begriff der Entropie einzuführen. Und das hat der Clausius gemacht. Und wie er das gemacht hat, das will ich Ihnen eben darstellen. Ich habe geschrieben, die Entwicklung der Entropie, abgekürzt S, einer neuen extensiven Zustandsgröße aus dem Carnot-Zyklus. Clausius 1845 bis 1865. Der Clausius war eben ein ganz berühmter deutscher theoretischer Physiker. Und ich habe geschrieben, zwischen 1845 und 1865 entdeckt Clausius aus dem Carnot-Prozess das, was hier jetzt darunter steht. Der Clausius hat also diesen Carnot-Prozess natürlich wieder und wieder auch analysiert, so wie viele andere, und dabei eben diese besondere Entdeckung gemacht. Und der Ursprung dieser Entdeckung, das ist diese Gleichung, die ich hier links geschrieben habe, Q-in durch TH plus Q-out durch TL gleich 0. Das soll heißen also jetzt auf den Carnot-Prozess bezogen, die eingeführte Wärme dividiert durch die Temperatur, bei der dieser Transport stattgefunden hat, plus der ausgeführten Wärme dividiert durch die entsprechende Temperatur, das ist 0. Und diese Beobachtung folgt direkt aus der Gleichung, die ich Ihnen auf der vorigen Tafel abgeleitet habe. Da hatte ich geschrieben, Q-in durch Q-out gleich TH durch TL. Und das können Sie natürlich genau hierhin umformen. Q-in durch Q-out jeweils absolut genommen. Das war der entscheidende Punkt. Dann können Sie sehen, also dann steht hier Q-in durch TH durch gleich Q-out durch TL jeweils für die absoluten Wärmen funktioniert, ohne definiert, ohne Rücksicht auf das Vorzeichen. Dann stimmt diese Gleichung. Wenn Sie jetzt die Absolutzeichen weglassen und die Vorzeichen einführen, dann stimmt diese Gleichung natürlich nicht mehr, denn Q-in ist ja positiv und Q-out ist negativ und dann kann das nicht stimmen. Wenn Sie das machen, dann kommen Sie direkt zu dieser Gleichung. Dann sehen Sie, dass Q-in durch TH plus Q-out durch TL 0 ist, denn Q-in ist positiv und Q-out ist negativ und dann kommen Sie von dieser Gleichung direkt zu dieser Gleichung. Wegen dieses, weil Sie das Vorzeichen einführen.
Der Weg ist also ganz, ganz, ganz kurz. Und jetzt kann man sich natürlich fragen bei dem Carnot-Zyklus, was gibt es denn andere Quotienten von Wärme durch Temperatur? Und da sehen Sie, dass bei dem Carnot-Zyklus es keine weiteren solchen Quotienten gibt. Ich habe Ihnen hier links aus einem Grund, den Sie gleich sehen werden, noch einige Carnot-Zyklen aufgezeichnet. Das, dieser obere Carnot-Zyklus zum Beispiel hier, da sehen Sie bei der Adiabate hier und bei dieser Adiabate haben Sie ja gar keinen Wärmetransport. Also haben Sie auch keinen Quotienten Wärmetransport durch Temperatur. Das heißt also, Sie können sagen, das, was hier steht, diese Summe ist 0 und außerdem steht hier Q durch T ist gleich 0 bei den Adiabaten. Und dann kann man sagen, insgesamt, das habe ich geschrieben, die Summe über den ganzen Carnot-Prozess von Delta Q durch T ist 0. Und die Delta Q ist also die Wärme, die transportiert wird und diese Wärme wird jeweils dividiert durch die Temperatur, bei der dieser Transport stattfindet. Und dieser Quotient, das ist also die entscheidende Größe und der bekommt einen Namen und das ist die reduzierte Wärme. Das ist also der entscheidende Begriff dabei. Man kann also sagen, die Summe der reduzierten Wärmen über den Carnot-Prozess ist 0. Dieser Begriff der reduzierten Wärme, den muss man sich jetzt klar machen, am besten natürlich am Carnot-Prozess, da kommt er ja her. Und der ist gar nicht ganz so einfach zu verstehen. Wie ist der entstanden in dem Carnot-Prozess? Sie erinnern sich ja hier auf der oberen Isotherme, da wurde also diese Wärme Qin eingeführt. Sie wurde eingeführt so, dass man winzige Wärmeportionen transportiert hat in das Gas und winzige Portionen, weil man ja immer diese kleinen Gewichte entfernt hat. Und jede dieser kleinen Portionen, das ist jetzt so ein elementarer Wärmetransport. Und um den geht es. Und dieser Wärmetransport, der fand statt von dem Reservoir in das Gas über eine praktisch minimalste Temperaturdifferenz. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Dadurch ist diese Temperatur definiert. Dadurch, dass ich sage, zwischen dem Reservoir und dem Gas gab es praktisch immer nur eine unmessbar kleine, fast unmessbar kleine Temperaturdifferenz. Dadurch habe ich hier eine Temperatur. Und das heißt, das muss ich jetzt machen. Ich muss diesen kleinen Wärmetransport dividieren durch diese Temperatur, bei der er stattgefunden hat. Das ist die eigentliche reduzierte Wärme. Und die beruht eben darauf, dass die Temperaturdifferenz, die für diesen Wärmetransport verantwortlich ist, minimalst ist. Und dadurch kann ich das also definieren, diese reduzierte Wärme. Und wenn ich hier schreibe Qin durch TH, dann ist das eigentlich sozusagen die Summe von unendlich vielen kleinen Wärmetransporten, kleinen Mengen dQ, jedes Mal dividiert durch die Temperatur. Und die Temperatur war ja hier immer die gleiche. Das macht die Sache einfach. Und dadurch kommt man dann zu diesem großen Wert Qin durch TH. Aber eigentlich ist das die Summe von unendlich vielen kleinen Wärmetransporten über diese minimalste, infinitesimal kleine oder große, wie Sie wollen, Wärmedifferenz. Das muss man sich also klar machen. Das ist das, worum es geht, wenn man von der reduzierten Wärme spricht. Ja, das ist diese der Ausgangspunkt und der Clausius, der hat dieses Argument jetzt verallgemeinert und hat gesagt, die Summe der reduzierten Wärmen ist bei dem Carnot-Prozess 0, aber das gilt auch für jeden reversiblen Kreisprozess, nicht nur für den Carnot-Prozess. Die Summe der reduzierten Wärmen ist 0. Das Linienintegral der reduzierten Wärmen über den ganzen Kreisprozess ist 0. Und das ist der entscheidende Punkt jetzt. Und das kann man einmal natürlich rechnerisch beweisen und das andere Mal kann man das aber auch grafisch anschaulich darstellen, dass das so ist. Und die grafische Darstellung, die habe ich Ihnen hier jetzt aufgezeichnet. Ich habe also geschrieben, jetzt aus dieser Zeichnung kann man sehen, soll man sehen,
Jeder reversible Kreisprozess hat Summe Delta Q durch T gleich 0 und wenn man das, die Delta Qs eben beliebig klein macht, führt das dazu, dass das Linienintegral über den geschlossenen Kreisprozess hinweg für diese reduzierten Wärmen dq durch t 0 ist. Das ist damit gemeint. Das gilt also nur für reversible Prozesse, das werden Sie sehen. Nur wenn Sie diese Prozessführung für Ihr Gas reversibel machen. Darum geht es jetzt, also das zu beweisen. Und der grafische Beweis ist hier links, das ist das PV-Diagramm. Und rot habe ich also jetzt einen solchen Kreisprozess dargestellt. Das sollen also die Zustände des Gases sein, irgendeinen solchen Kreisprozess. Ich kann sagen, ich fange bei A an und gehe dann durch diesen Weg und komme wieder bei A an. Und jeder Punkt auf diesem roten, auf dieser roten Linie ist ein Gaszustand. Der Zustand B, also wenn man A und B vergleicht, hat also A dieses Volumen und diesen Druck und eine relativ geringe Temperatur. Und B hat eine wesentlich höhere Temperatur, die Isotherme, irgendeine Isotherme geht ja da durch, die ist also hier weiter außen, ist höher und das größere Druck und ein größeres Volumen. Und ich muss das Gas eben so von einem Zustand immer in den nächsten Zustand bringen. Das ist mit diesem Kreisprozess gemeint und am Ende komme ich wieder in den Ursprungszustand an. Dazu muss ich, um den Weg zu gehen, eben mechanische Arbeit einsetzen in das Gas oder das Gas mechanische Arbeit machen lassen oder Wärme zuführen oder Wärme abführen. Wie ich das mache, ist erstmal jetzt egal. Auf jeden Fall kann ich diesen Weg gehen. Und die Behauptung ist eben jetzt, dass man sagt, wenn man für diesen Weg diese Summe der reduzierten Wärmen nimmt, als Integral dann, dann soll das Ganze Null ergeben, genau wie bei dem Carnot-Prozess. Und der Beweis, den kann man jetzt hier grafisch sehen, und zwar kann man Folgendes machen. Man kann in diesen roten Prozess Carnot-Prozesse einsetzen, und ich habe mal zwei Carnot-Prozesse eingesetzt. Am Ende setzt man unendlich viele Carnot-Prozesse ein, zwei Carnot-Prozesse eingesetzt. Und Sie sehen, dass die Addition dieser zwei Carnot-Prozesse schon in gewisser Weise diesen roten Prozess annähert. Noch ganz entfernt, aber Sie sehen, wie das funktioniert. Der obere Carnot-Prozess, der ist also von A hierhin, hierhin, dann zurück und hierhin und der untere entsprechend. Beide sollen also im Uhrzeigersinn durchlaufen werden und Sie sehen, die niedrige Temperatur von dem oberen Prozess, das ist die obere Temperatur von dem unteren Prozess. So sind die zusammengesetzt. Und das sehen Sie an dieser Zeichnung. Und was bedeutet die Addition dieser beiden Carnot-Prozesse für das Gas? Das sehen Sie. Diese mittlere Linie hier, die ich so mit den Senkrechten markiert habe, die wird von beiden Carnot-Prozessen durchlaufen und von dem oberen in dieser Richtung und von dem unteren in dieser Richtung. Und diese beiden Richtungen heben sich auf. In dem oberen Prozess heißt das ja, ich soll diese Klötzchen hier dazu addieren und in dem unteren Prozess heißt es, ich soll diese Klötzchen oder die Gewichte wegnehmen. Bei der gleichen Temperatur. Und das ist, kann ich lassen, das hebt sich also auf. Das ist ja eine Handlungsanweisung. Das heißt also, ich kann sagen, das kann ich weglassen und das andere, die anderen Prozesse hier, die muss ich natürlich durchführen. Und dann kann man sagen, gut, wenn ich das also mache jetzt, dieses Gas über diesen Carnot-Prozess ziehe, statt über diese rote Linie, das sind ja zwei geschlossene Prozesse, die rote Linie und diese beiden Carnot-Prozesse. Wenn ich statt dieser geschlossenen Linie diese beiden Carnot-Prozesse mache, dann ist es, sehen Sie Folgendes, das Gas hat mit den Carnot-Prozessen an verschiedenen Stellen schon den Zustand, den es auf dieser roten Linie haben soll. Die Punkte sind ja klar. Hier überall eine Kreuzungspunkte. Da ist das Gas schon in dem Zustand, in dem ich es haben will, in dem roten Zustand sozusagen. Hier, 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 hier und hier. Also ich habe das Gas schon an einigen Stellen zumindest in den Zustand gebracht, in dem ich es haben will. Und Sie sehen jetzt, der Prozess, den Sie dabei machen, das ist jetzt der Prozess, der sieht so aus und dann haben Sie hier außen nur diese Zickzacklinien hier
und dann außen nur diese Zickzacklinie. Innen haben Sie diesen Weg vernichtet. Und wenn Sie jetzt mehr von diesen Kanoprozessen addieren, dann sehen Sie, wozu Sie kommen. Die inneren Linien, die vernichten Sie immer. Der Prozess, der hier drüber ist, der würde ja im Uhrzeigersinn ablaufen und diese Linie wieder vernichten. Das heißt, Sie würden nur diese äußeren Zickzacklinien, die würden Sie behalten, wenn Sie jetzt 100.000 Kanoprozesse hier addieren. Die werden natürlich immer flacher, die Kanoprozesse. Dann behalten Sie nur diese äußere Zickzacklinie über. Und diese äußere Zickzacklinie, das ist immer die Adiabate, die Isotherme, die Adiabate und so weiter, die schmiegt sich immer näher an diese rote Linie, an die Gaszustände, die Sie erzeugen wollen. Die können Sie mit der Addition von Carnot-Prozessen erzeugen, in beliebig guter Näherung, wenn Sie beliebig viele Carnot-Prozesse addieren. Das ist der Kern der Sache. Das können Sie hier sehen. Sie können also sagen, diesen Kreisprozess, den Sie wollen, können Sie erzeugen durch die Addition von einer riesigen Anzahl von Carnot-Prozessen. Und wenn Sie das sehen, dann ist es jetzt klar, wenn Sie das übertragen auf die reduzierte Wärme, dann können Sie sagen, für jeden Carnot-Prozess ist ja das Integral, die Summe der reduzierten Wärme 0. Und dann ist diese Gesamtsumme auch 0 und dann ist eben das Integral der reduzierten Wärme über Ihren rot gezeichneten Kreisprozess auch 0. Und das ist die einfache Schlussfolgerung. Die ist die einfache entscheidende Schlussfolgerung. Und das steht hier eben, jeder reversible Kreisprozess, für jeden gilt dieses Integral, das geschlossene Integral über diese reduzierten Wärmen ist 0. Und dabei müssen Sie natürlich reversibel arbeiten, denn die Reversibilität, das ist ja die Vernichtung dieser Linien hier. Nur dadurch, dass das reversibel ist mit Ihren kleinen Gewichten, dadurch können Sie den Hinweg und den Rückweg eben dann weglassen. Das ist ja der Kern der Sache. Ja, das ist also die Situation. Und wenn das so ist, dann kann man sagen, die Schlussfolgerung daraus ist, dass man sagen kann, ich kann einführen jetzt eine Funktion S, eine Entropie S, die das Linienintegral dieser reduzierten Wärmen ist, von einem Ausgangspunkt ausgehend, den ich wählen kann. Und dieses Integral, das ist unabhängig von dem Weg. Wenn das gesamte Integral über den Prozess 0 ist, dann ist das Linienintegral von einem Punkt A zu Punkt B unabhängig von dem Weg. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Die wird in der Physik immer gemacht. Und wenn das so ist, werde ich Ihnen gleich erläutern, dann können Sie also sagen, das Linienintegral vom Zustand A in den Zustand B von diesen reduzierten Wärmen, denen gebe ich den Namen Entropie S, ist vom Weg unabhängig. Die Entropie S ist eine neue Zustandsfunktion. Und warum ist dieses Linienintegral jetzt vom Weg unabhängig, wenn das Gesamtintegral um den ganzen Prozess 0 ist? Das können Sie hier dran sehen. Nehmen Sie an, Sie haben hier den Punkt A und den Punkt B. Das ist der Zustand A und der Zustand B. Und Sie gehen jetzt auf diesem Wege, führen Sie A, den Zustand A in den Zustand B über. Und dann müssen Sie auf dem Rückweg, oder sagen Sie so, das Linienintegral hat hier einen bestimmten Wert. Und wenn Sie jetzt zurückgehen von B nach A, dann muss der Rückweg den gleichen Wert haben mit dem anderen Vorzeichen, damit das Ganze 0 wird. Und den Weg, den Sie wählen, der muss nur reversibel sein, den können Sie ansonsten wählen, wie Sie wollen. Am Ende müssen Sie, wenn Sie an A ankommen, 0 haben und dann haben Sie, wenn Sie hier 13 Einheiten haben, dann haben Sie auf dem Rückweg minus 13 Arbeiten, ganz Einheiten, ganz egal, welchen Weg Sie angenommen haben, damit Sie am Ende 0 haben. Und wenn Sie von hier nach hier 13 haben und von hier nach hier dann minus 13 haben, dann haben Sie natürlich von hier nach hier plus 13. Das heißt, egal, ob Sie hier gehen oder hier gehen, immer haben Sie 13. Das ist das einfache Argument, was immer und immer wieder in der Physik verwendet wird, um zu sagen, wenn das Linienintegral über einen geschlossenen Weg 0 ist, dann ist das Linienintegral von A nach B unabhängig von dem Weg. Und das ist dieses Argument. Das heißt also, dieses Linienintegral ist unabhängig von dem Weg und das heißt, ich könnte mir einen Standardpunkt überlegen,
durch Übereinkunft und sagen, das ist der Standardpunkt, der Standardausgangszustand für meine Materie, die ich betrachte, sagen wir mal die Gase oder andere Materien, die ich betrachte. Und von diesem Zustand aus, da führe ich das Material in den Zustand, den ich haben will. Und das Integral der reduzierten Wärmen, das ist dann die Entropie dieses Zustandes, dieses Materials in dem Zustand. Und das ist ja unabhängig von dem Weg, das ist also eine Zustandsgröße. Und in dem Falle der Entropie ist diese Auswahl des Ausgangspunktes, die ergibt sich von selbst sozusagen, und zwar habe ich das geschrieben. Man kann zeigen, dass am absoluten Nullpunkt bei der T gleich 0 die Entropie 0 ist. Und das ist natürlich dann der Ausgangspunkt, von dem ich alle meine Materialien in das Integral anfange. Und das habe ich geschrieben vom Anfangspunkt T gleich 0, S gleich 0. Das ist der dritte Hauptsatz der Thermodynamik. Und dass das so ist, dass bei T gleich 0, S gleich 0 ist, das werden Sie in der übernächsten Tafel sehen. Von diesem Punkt ausgehend macht man also das Integral zu dem Punkt A. Das steht hier, Integral von 0 zu A über die reduzierten Wärmen. Das ist dann die Entropie, die ich habe. Und wenn ich das für ein Mol mache, dann steht hier für ein Mol Substanz auf einem reversiblen Weg berechnet. Das gibt jetzt die molare Entropie der Substanz im Zustand A. Und für den Zustand A wählt man für die Tabellenwerte einen Standardzustand natürlich. Und das ist, so wird man es ja erwarten auch, die Raumtemperatur und Atmosphärendruck. Und dieses Integral der reduzierten Wärmen von T gleich 0, S gleich 0 zu diesem Standardzustand, das ist dann, wenn ich es an einem Molar mache, die molare Entropie. Und das habe ich geschrieben, zum Beispiel S, die molare Entropie von Wasserstoff, gasförmig, bei einer Atmosphäre und 298 Kelvin, das ist Raumtemperatur, das sind die Standardbedingungen, das ist 130 Joule pro Mol mal Kelvin. Die Dimension sehen Sie, das ist für ein Mol. Und Joule ist die Energie, die Sie transportieren dabei, und Kelvin ist eben die Temperatur. Das ist Q durch T. Und das ist die Dimension, die dabei entsteht. Und diese Werte, die tabellieren Sie eben. Und Sie sehen also, dieses Integral von T gleich 0, S gleich 0 ausgehend bis zu dem Zustand, den Sie jetzt haben, dieses Integral ist unabhängig von dem Weg, von den Prozessen, die Sie verwenden. Und welche Wärme Sie dabei einführen und welche mechanische Arbeit Sie einführen und welche mechanische Arbeit Sie entnehmen und welche Wärme Sie entnehmen, da sind Sie frei. Weitgehend, da können Sie viele Alternativen wählen. Aber wenn Sie am Ende diese reduzierten Wärmen addieren, dann werden Sie sehen, dass das Ganze Null ergibt über einen geschlossenen Weg. Weil sich eben die Wärmezufuhrelemente und die Wärmeabfuhrelemente zu Null addieren. Als reduzierte Wärme. Nicht als Wärme. Wenn Sie den Carnot-Zyklus sehen, dann sehen Sie, Sie führen hier eine große Menge Wärme zu und führen hier eine kleine Menge Wärme ab. Also die Wärmesummen sind natürlich alles andere als Null. Der Witz ist, dass Sie die Wärme zur reduzierten Wärme umwandeln. Und zwar auf diese komplizierte Weise, die ich Ihnen beschrieben habe. Und dann bekommen Sie über den geschlossenen Carnot-Prozess und über jeden anderen geschlossenen reversiblen Prozess Null. Das muss man sich also klar machen, und deswegen ist die Entropie also eine Zustandsgröße. Nicht sehr anschaulich, aber eine sehr gut berechenbare Zustandsgröße. Sie ist eine extensive Zustandsgröße, das heißt, sie hängt ab von der Masse von Material, für die ich sie berechne. Das ist ja klar. Wenn ich viel Gas habe, brauche ich, sind meine kleinen Wärmemengen natürlich entsprechend größer. Und anders als die Temperatur, die ja von der Masse des Materials nicht abhängt. Das ist also eine intensive Zustandsgröße, genau wie der Druck. Aber die Entropie ist eine extensive Zustandsgröße. Ja, das ist der Versuch, Ihnen zu erläutern, was hinter der Entropie steckt. Die ist ja nicht anschaulich, aber man kann sie also gut berechnen. Und man wird sagen, die Entropie interessiert mich gar nicht, aber es ist so,
Die Entropie ist sehr wichtig, denn sie hat eine besondere Beziehung zur Reversibilität von Prozessen. Das werden Sie auf der folgenden Tafel sehen. Und deswegen ist sie einmal sehr wichtig. Und zum anderen ist es so, dass wenn Sie chemische Reaktionen, sagen wir mal jetzt biochemische Reaktionen zusammensetzen, dass Sie natürlich interessiert, diese Komponenten, werden die jetzt in der, nach rechts oder nach links reagieren in der Gleichung? Und das ist natürlich entscheidend für Sie. Und diese Frage, die können Sie auch nur beantworten, wenn Sie den Begriff der Entropie einführen. Sie müssen die Enthalpie kennen und die Entropie. Und wenn Sie das kennen, dann können Sie diese Frage beantworten. Das werde ich Ihnen in dem nächsten Vortrag darstellen. Also auch da geht nichts ohne die Entropie. Deswegen ist die Entropie von außerordentlicher Bedeutung. Gut, das ist jetzt die Bemerkung zur Entropie. Und nach einer kurzen Pause will ich Ihnen dann hier unten den Umgang, den rechnerischen Umgang mit der Entropie an 5 ganz einfachen Beispielen erläutern, die ich natürlich Lehrbüchern entnommen habe. Gut, meine Damen und Herren, dann will ich Ihnen also hier unten an 5 Beispielen, die Sie überall in den Lehrbüchern auch ausgerechnet finden, den Umgang mit der Entropie erläutern. Das können Sie natürlich auch übergehen und direkt zur nächsten Tafel gehen. Das erste Beispiel ist, der Carnot-Zyklus wird betrachtet aus der Sicht von T und S. Das ist das Diagramm T und S. Und den Carnot-Zyklus aus der Sicht von T und S, den habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Das ist so ein Rechteck. Hier oben ist ja der Carnot-Zyklus aus der Sicht von P und V. Sie fangen an in der Position A und jetzt haben Sie erstmal die isotherme Ausdehnung. Isotherm bedeutet, dass sich T nicht ändert. Der Punkt B muss also hier oben auf einer Geraden liegen. Und was passiert jetzt mit S, mit der Entropie bei dieser isothermen Ausdehnung? Ja, das ist Q in durch T und TH. Und Qin ist positiv und der Quotient ist positiv, also nimmt die Entropie zu und das habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Die Entropie nimmt also zu und liegt auf dieser Geraden hier rechts, geht zu dem Punkt B. Wenn Sie an dem Punkt B sind, dann machen Sie die adiabatische Expansion, da haben Sie gar keinen Wärmetransport, keine Entropieänderung, aber Sie kühlen ab. Also S ändert sich nicht, aber Sie haben eine Abkühlung. Sie gehen also senkrecht nach unten, ohne Änderung von S, mit dieser Abkühlung. Und dann machen Sie die isotherme Kompression. Sie gehen also wieder auf einer isotherme, auf einer Geraden, auf so einer horizontalen Geraden. Und jetzt ist es aber so, dass die Änderung der Entropie ja jetzt Q-out durch TL ist. Und Q-out ist ja negativ. Das heißt, das ist negativ, die Änderung der Entropie, deswegen gehen Sie hier nach links, auf dieser Gerade. Dann kommen Sie zu dem Punkt B und von da machen Sie jetzt wieder die adiabatische Kompression. Das bedeutet, Sie haben keine Veränderung der Entropie, aber Sie steigern die Temperatur und das ist diese Senkrechte. So ist das also dann, sieht dieser Carnot-Prozess so aus. Das kann man sich im Grunde relativ leicht klar machen. Das nächste Beispiel habe ich geschrieben. Sie schmelzen 10 Gramm Eis, wobei das Eis eine Temperatur von 0 Grad haben soll. Also es soll nicht minus 20 Grad sein, sondern das Eis soll 0 Grad Temperatur haben und das Wasser in der Umgebung soll auch 0 Grad haben. Und unter diesen Bedingungen schmelzen Sie das Eis zu Wasser, machen Sie diesen Phasenübergang. Und die Frage ist, wie ändert sich da die Entropie? Und das Ergebnis, das habe ich aufgeschrieben, dazu brauchen Sie die Schmelzwärme vom Eis bei 0 Grad. Und diese Wärme ist 333 Kilojoule pro Kilogramm. Und wenn Sie jetzt 10 Gramm Eis schmelzen, dann brauchen Sie also 3,3 Kilojoule. Und Sie müssen das jetzt dividieren durch die Temperatur, bei der Sie diesen Wärmetransfer machen. Das sind 273 Kelvin, 0 Grad Celsius. Und dieser Quotient ist 12,2 Joule pro Kelvin. Man muss eben immer sagen, diese ganzen Temperaturen, die Sie jetzt hier haben bei dem Wärmetransport,
Ja, darf es nie große Temperaturdifferenzen geben. Das sind immer minimalste Temperaturdifferenzen, durch die Sie diese Wärme transportieren, die Sie ja hier brauchen. Sie brauchen ja hier diese Wärme, um diesen Phasenübergang zu machen. Aber die Temperaturdifferenzen, die Sie für den Wärmetransport benötigen, die sind minimalst sozusagen. Das ist der Hintergrund. Dadurch ist das dann reversibel. Und wenn Sie jetzt die Wärmequelle ansehen unter diesen Bedingungen, dann ist es klar, dann entnehmen Sie dieser Wärmequelle genau 3,3 Kilojoule, auch bei 273 Kelvin, nur mit einem anderen Vorzeichen. Da entnehmen Sie ja die Wärme. Und das heißt, die Quelle, da haben Sie dann, wenn Sie hier 12,2 Joule pro Kelvin Entropiezunahme haben, 12,2 Joule pro Kelvin Entropieabnahme. Das hat also das negative Vorzeichen. Und die Summe dieser Entropieveränderungen in dem Eis und in der Quelle, die ist dann Null. Das ist also dieses Beispiel. Das dritte Beispiel habe ich geschrieben. Das ist die Entropieänderung für den ersten Schritt dieses Carnot-Zyklus. Sehen wir mal hier, da. Das wäre also der erste Schritt, genau wie hier. Und das ist leicht zu berechnen. Das haben wir im Grunde auch schon berechnet. Die Wärme, die hier einfließt, das ist ja die Arbeit, die unter dieser schwarzen Isotherme gemacht wird. Die Fläche, das Integral darunter. Das ist also das Integral, und das war ja P von VdV. Das habe ich hier geschrieben. Das wäre jetzt also die Wärme in der Interpretation. Und P von V, das ersetzt man durch die universelle Gasgleichung. Und P ist dann 1 durch V mal nRTH. Und dann hat man dieses Integral von A nach B, von dem Volumen A zu dem Volumen B, von 1 durch V mal n mal R mal TH dV. Und das Integral ist ja, haben wir ja schon ausgerechnet, n mal R mal TH kann man vor das Integral ziehen und dann hat man das Integral 1 durch VdV und das ist der natürliche Logarithmus von VB durch VA. Und das ist also die Arbeit, die hatten wir ja schon ausgerechnet und die interpretiert man jetzt eben als Qin einfach. Dann steht hier Qin ist dieser Ausdruck und Qin durch TH, dann kann man das TH auf die andere Seite bringen, dann steht hier n mal R mal dem natürlichen Logarithmus VB durch VA. Und dann hat man dadurch die Veränderung der Entropie. N mal R mal dem Logarithmus, dem natürlichen Logarithmus von VB durch VA. Das ist also auch leicht auszurechnen unter diesen Bedingungen. Das sind ja reversible Prozesse, das ist ausgezeichnet. Das vierte Beispiel habe ich geschrieben, Delta S für ein Volumen Gas plus ein Volumen Vakuum. Das soll heißen, ich habe das Gas hier in einem Volumen, und daneben habe ich ein Volumen Vakuum. Und dann ziehe ich diese Trennwand raus und dann breitet sich das Gas in das Vakuum aus. Und die Frage ist, welche Entropieänderung findet bei diesem Prozess statt? Und man würde zuerst sagen, die Ausbreitung von dem Gas in das Vakuum ändert hier die Temperatur und die Energie und des Gases gar nicht. Und es gibt also keinen Wärmetransport. Und dadurch sagt man, dann gibt es auch keine Entropieänderung. Das Argument ist aber falsch, denn diese Ausbreitung des Gases in das Vakuum, das ist kein reversibler Prozess. Und die Entropieänderung, das war ja so, dass man sagen muss, man muss den Anfangszustand in den Endzustand bringen auf einem reversiblen Weg, auf irgendeinem, aber einem reversiblen. Dieser Weg vom Gas in das Vakuum, die Ausdehnung in das Vakuum, die ist ja irreversibel. Sie können das zwar mit dem Stempel wieder zurückdrücken, aber dann brauchen Sie ja Arbeit. Das ist ja der Witz, dass es eben wenn das reversibel ist, Sie eben keine Arbeit brauchen, sondern dass das sozusagen spontan wieder zurückgehen würde. Hier oben bei diesen ganzen Prozessen, die waren ja reversibel, weil Sie diese ganzen winzigen Gewichte auf und zu gelegt haben und das, sagt man, ist im Grenzfall dann wieder keine Arbeit. Dadurch ist das reversibel. Das ist hier ja ganz anders. Das heißt, hier könnten Sie das nur, indem Sie Arbeit reinstecken, wieder zurückdrängen und das ist sozusagen verboten. Sondern reversibel wäre nur, wenn das Gas von selbst sich wieder nach links bewegen würde, ohne Arbeit. Das tut es nicht. Deswegen ist das irreversibel. Und deswegen brauchen Sie jetzt also einen reversiblen Weg von dem Ursprungszustand, das Gas hier links. Der Ursprungszustand wäre also, das Gas ist links und Sie haben den Schieber gerade rausgezogen.
von diesem Ursprungszustand in den Gas, in die Gleichverteilung des Gases in dem ganzen Volumen. Dafür brauchen Sie einen reversiblen Weg. Und für den müssen Sie die Entropie ausrechnen. Und der reversible Weg ist nichts weiter als dieser Teil von dem Carnot-Prozess. Die isotherme, reversible Ausdehnung eines Gases. In diesem Fall von einem Volumen auf zwei Volumen. Und Delta S haben wir hier gerade ausgerechnet. N mal R mal dem natürlichen Logarithmus der Endvolumen durch Anfangsvolumen. Und das steht hier. Delta S ist N mal R mal dem natürlichen Logarithmus von 2 in dem Fall. Das Endvolumen ist zweimal so groß wie das Ausgangsvolumen. Das ist die Änderung der Entropie. Da muss man also aufpassen, dass man eben für die Entropie diese reversiblen Prozesse verwenden muss. Und das letzte Beispiel, Nummer 5, da habe ich jetzt geschrieben, die Änderung der Entropie von N Molen eines idealen Gases zwischen VA und TA und VB und TB. Also der Zustand A soll das Volumen A und die Temperatur A haben und der Zustand B eben analog. Man könnte sagen, ich nehme ein Mol und im Zustand A soll das Gas 1 Kubikmeter haben und 300 Kelvin und in dem Zustand B 2 Kubikmeter und 900 Kelvin. Irgendwie so etwas. Und die Frage ist, wie ändert sich dabei die Entropie dieses idealen Gases? Und dazu muss ich diesen Weg zurücklegen, reversibel. Und das kann man so machen, dass ich es in zwei Teile teile, den Weg. In den Weg A, bei dem ich das Volumen konstant halte und erstmal nur die Temperatur erhöhe. Nur hier von 300 Kelvin auf 900 Kelvin. Und im zweiten Teil mache ich dann die Volumenveränderung. Also wenn ich im ersten Teil erstmal nur die Temperaturveränderung mache, dann besteht das so hier. Delta S für diesen Teilweg A, das ist das Integral von der Anfangstemperatur zu der Endtemperatur von dieser von dQ durch T. Und dieses Integral, die Idee, dass dieses Problem sozusagen zu lösen, ist jetzt, dass man sagt, ich ersetze dQ durch einen anderen Ausdruck, bei dem ich zurückgreife auf die spezifische Wärme meines Gases. Ich nehme an, dass ich die spezifischen Wärmen meines Gases kenne, und zwar die spezifischen Wärmen bei konstantem Volumen. Das heißt, ich weiß, wie viel Wärme muss ich diesem Gas, das eine bestimmte Temperatur hat, bei konstantem Volumen zufügen, damit die Temperatur um eine kleine Menge ansteigt, um eine kleine Größe ansteigt. Und das ist die spezifische Wärme bei konstantem Volumen, oft bezogen auf ein Mol. Und das heißt, wenn ich diese Größe multipliziere mit dem Temperaturanstieg, dann bekomme ich die Wärme, die ich dafür brauche. Das ist der Witz dabei. Und diese Funktion, diese spezifische molare Wärme, die verwende ich. Das ist C, V, manchmal abhängig oder im Allgemeinen abhängig von der Temperatur, bei der sich das Material, also in dem Fall das Gas, befindet. Diese Funktion, die verwende ich jetzt, und zwar eben als Wärme, die man bei konstantem Volumen zufügen muss, damit man diese Erwärmung bekommt. C, V. Das kleine V steht für konstantes Volumen. Und ich setze also jetzt dQ durch diese Funktion. Und dann bleibt mir hier also 1 durch T. Und statt dQ habe ich jetzt klein n, das ist die Zahl der Mole, die ich habe, mal dieser spezifischen Wärme bei konstantem Volumen, mal dT, mal der kleinen Temperaturerhöhung. Das gibt mir dQ. Und das ist die Lösungsidee. Und das Integral müssen Sie einfach ausrechnen jetzt. Wenn diese spezifische Wärme bei konstantem Volumen in dem Bereich, den Sie betrachten, in dem Temperaturbereich, unabhängig von der Temperatur ist, dann haben Sie es leicht, dann können Sie diese Größe vor dieses Integral nehmen, und das habe ich hier unten gemacht. Wenn CV gleich konstant ist in dem Bereich, dann sehen Sie, die Delta S ist dann, diesen Teil vor das Integral genommen, N mal CV, und dann bleibt am Integral übrig 1 durch T dT. Das ist das Übliche, das ist also der natürliche Logarithmus von der Endtemperatur durch die Anfangstemperatur. Das ist dann ganz einfach. Und in dem Fall wäre das also TB wäre 900 und das wäre 300, das wäre der natürliche Logarithmus von 3. Das ist der erste Schritt. Und dann müssen Sie jetzt im zweiten Schritt die Volumenveränderung machen, von einem Kubikmeter auf 2 Kubikmeter.
Und das ist ja nun ganz einfach, das ist das hier wieder. Das ist ja isotherm, einfach die Volumenvergrößerung. Das ist genau das, das habe ich geschrieben. Das ist der erste Schritt von Carnot, also ist die Änderung der Entropie auf diesem Teil B, das was hier steht, n mal r mal dem natürlichen Logarithmus von n-Zustand durch Anfangszustand. N mal r mal den natürlichen Logarithmus von Vb zu Va. Vb wäre hier 2 Kubikmeter durch 1 Kubikmeter. Ja, dann sind Sie fertig. Müssen Sie nur noch die beiden Entropien addieren und dann haben Sie die gesamte Entropieveränderung. Sie können hier dran auch eine Sache noch sehen. Wenn Sie an dem Beispiel der Temperatur hier war jetzt Tb größer als Ta und das ist der Quotient, ist dann größer als 1. Und der natürliche Logarithmus von einer Zahl, die größer als 1 ist, das denken Sie an die Einleitung, an die erste Tafel oben, das war ja positiv. Die Fläche nach rechts unter 1 durch x positiv gerechnet. Wenn jetzt die Endtemperatur kleiner ist, dann ist Tb kleiner als Ta und der Quotient ist kleiner als 1. Und dann hatten Sie die Fläche links davon, links von dieser Linie bei 1 und das waren ja negativ, die Flächen rechnete man ja negativ. Und dann haben Sie hier also der natürliche Logarithmus dann von dieser Größe zwischen 0 und 1 ist negativ. Und dann haben Sie hier also eine negative Veränderung der Entropie. Und das kann man also hier dran auch sehen. Die Entropie nimmt also zu oder ab, je nachdem, wie dieser Quotient aussieht hier. Der größer ist oder kleiner ist als 1. Ja, damit habe ich Ihnen diese 5 Beispiele auch vorgestellt. Und dann komme ich zu der nächsten Tafel der Beziehung der Entropie zu der Reversibilität. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen dann an dieser Tafel die besondere Beziehung erläutern, die besteht zwischen der Entropie und der Reversibilität oder Irreversibilität. Und ich habe dazu beschrieben jetzt hier oben Entropie und Reversibilität. Es gibt in der Natur viele Prozesse, die spontan irreversibel in eine bestimmte Richtung ablaufen. Und Sie werden sehen, da gibt es eben eine bestimmte Beziehung zur Entropie. Und ich habe 2 Prozesse hier nochmal erwähnt jetzt. Erstens die Ausdehnung von Gas ins Vakuum. Den Prozess habe ich ja schon immer wieder erwähnt, den will ich hier nur noch kurz zusammenfassen. Das ist also das Gas, das ist das Vakuum. Wenn man den Schieber entfernt, dann breitet sich das Gas ins Vakuum aus. Und dabei verändert sich die Entropie und das habe ich auf der vorigen Tafel ausgerechnet. Und die Entropieänderung Delta S ist N, das ist die Zahl der Mole des Gases, mal R, das ist die universelle Gaskonstante, mal der natürliche Logarithmus des Quotienten Endvolumen durch Anfangsvolumen. Das Endvolumen ist hier V plus Delta V, Delta V ist das Volumen des Vakuums. Und der Quotient ist also V plus Delta V durch V. Und Delta V ist ja positiv, also ist V plus Delta V größer als V. Und der Quotient ist also größer als 1 und der natürliche Logarithmus von einer Zahl, die größer als 1 ist, ist positiv. Und denken Sie an die erste Tafel und damit ist Delta S positiv. Die Entropie nimmt also zu. Ich habe hier noch geschrieben, wenn jetzt Delta V negativ wäre, wenn sich das Gas also kontrahieren würde, dann wäre der Zähler kleiner als der Nenner und der Quotient wäre kleiner als 1 und die Entropieänderung wäre negativ. Das passiert nicht. Sie sehen also, der Prozess, bei dem die Entropie geringer wird, der passiert nicht spontan. Es gibt keine spontane Kontraktion des Gases, aber es gibt eine spontane Vergrößerung des Volumens in das Vakuum und damit den Prozess mit Delta S positiv. Das Beispiel, was ich jetzt neu bringen will, das ist in der Punkt 2 hier dargestellt. Das ist das Schmelzen von kaltem Eis in warmem Wasser. Kaltes Eis heißt also jetzt, das Eis soll vielleicht minus 15 Grad Celsius haben und das warme Wasser vielleicht plus 15 Grad Celsius. Darum geht es jetzt. Das habe ich ja noch nicht besprochen, dieses Beispiel. Und das will ich hier etwas ausführlicher im Prinzip behandeln.
Das ist deswegen interessant, nicht zuletzt, weil es eben hier um Wärmetransport geht jetzt über große Temperaturdifferenzen. Die Wärme fließt ja von der hohen Temperatur zur niedrigeren Temperatur. Und das ist ein klassischer irreversibler Prozess. Noch nie hat jemand beobachtet, dass Wärme von der niedrigeren Temperatur zu der höheren Temperatur geflossen wäre. Und das ist also ein klassischer irreversibler Prozess. Und der spielt ja auch in der Praxis eine große Rolle. Wenn das nicht so wäre, dann bräuchten Sie im Winter nicht heizen zum Beispiel. Sie bräuchten nur einmal Ihre Wohnung warm zu machen und dann wäre sie ewig, wäre sie den ganzen Winter warm. Nun, dieser Prozess spielt also eine große Rolle und der spielt in diesem Beispiel eben eine wesentliche Rolle. Und das würde man also sagen, als Beispiel, ich nehme jetzt also im Sommer ein Cola-Getränk und tue das 500 Milliliter in den Pappbecher, der das Ganze gut von der Umgebung isoliert und dann soll die jetzt die Cola 25 Grad haben und die will ich kühlen dadurch, dass ich Eiswürfel aus dem Kühlschrank dazu tue. Und was dann passiert ist, ich werfe diese Eiswürfel in die Cola und das ist mein Anfangszustand, der Zustand A. Und wenn ich jetzt eine Stunde warte, dann habe ich den Endzustand B erreicht und in dem sind die Eiswürfel geschmolzen und die Cola ist etwas abgekühlt und hat sich natürlich auch etwas verdünnt durch das Eis, was aus den Würfeln entstanden ist. Durch das Wasser, was aus den Eiswürfeln entstanden ist. Und das ist ein irreversibler Prozess. Nie hat jemand gesehen, dass in so einer Cola jetzt das Eis wieder entstanden wäre und die Cola sich wieder erwärmt hätte dabei. Und diesen Prozess, den will ich Ihnen jetzt hier aus der Sicht der Entropie darstellen. Das erste ist, dass ich das mit Worten machen will und das zweite ist, dass ich Ihnen dann hier die Formeln dafür angeben will. Mit Worten sieht das also so aus, dass man sagen muss, ich soll jetzt ermitteln, wie stark verändert sich die Entropie bei diesem irreversiblen Prozess von A nach B. Ist die Entropie in B genauso wie in A oder ist sie größer wie in A oder ist sie kleiner wie in A? Das ist die Frage. Und dafür muss ich jetzt also diesen Weg von A nach B, vom Anfang mit meinen Eiswürfeln bis zum Ende, gehen auf eine reversible Weise. Nicht so, wie es hier ist, irreversibel, sondern ich muss den reversibel machen. Und für diesen reversiblen Weg, da muss ich die Entropie ausrechnen. Das ist der Kern der Sache. Ich muss also diesen Prozess, der hier stattfindet, ersetzen durch einen fiktiven Prozess, bei dem alle diese Veränderungen reversibel vor sich gehen. Gut, ich gucke jetzt zuerst mal auf das Eis zum Beispiel, auf die Eiswürfel, und dann würde ich sagen, ich muss jetzt diese Eiswürfel erwärmen mit einer ganz kleinen Wärmemenge dQ durch die Temperatur dividiert. Es geht ja um die Entropie, um die reduzierten Wärmen, durch die absolute Temperatur dividiert, das muss ich dazufügen. Das ist der erste Schritt. Und das muss ich jetzt immer wiederholen. Und der Punkt dabei ist nur der, dass bei dieser Wiederholung, dieser Addition, dieser reduzierten Wärmen, die Temperatur sich ja immer verändert. Das heißt, nach einigen Schritten hat sich ja die Temperatur, oder schon nach dem ersten Schritt hat sich die Temperatur, die absolute Temperatur etwas erhöht. Und der zweite Schritt, also dQ, Portion 2, da muss ich im Nenner schon eine etwas höhere Temperatur einsetzen. Das ist das Problem dabei. Davon muss ich also jetzt eine Unmenge von Schritten machen, im Prinzip unendlich viele Schritte machen, bis ich das Eis auf 0 Grad Celsius erwärmt habe, 273 Kelvin. Und dann die Wärme, die dann dazu geführt wird, die ist ja die Schmelzwärme. Da habe ich ja die Phasenveränderung von dem festen Eis in flüssiges Wasser ohne Temperaturanstieg. Das ist natürlich für diese reduzierten Wärmen günstig, denn jetzt habe ich ja für jedes dQ im Nenner die gleiche Temperatur, absolute Temperatur 273 Kelvin. Das ist der zweite Schritt, das Schmelzen. Und der dritte Schritt ist, dass ich dann das geschmolzene Eis, das entstehende Wasser, weiter erwärmen muss bis auf die Endtemperatur. Das ist im Prinzip so wie das erste. Immer in kleinen
Portionchen DQ durch T addieren und jedes Mal ist das T im Nenner etwas größer als vorher. Das ist der reversible Prozess und wenn man den in physikalische Begriffe umsetzt, dann steht also hier oben, ist das hier auf der obersten Zeile gemacht, Delta S, E steht für das Eis. Dann ist der erste Teil, also die Erwärmung des Eises, das hatte ich Ihnen auf der vorigen Tafel abgeleitet, wie das im Prinzip gemacht wird, diese Summation, das ist ja dann das Integral. Das ist als Lösung dieser Integration, kommt raus, das ist die Masse des Eises mal der spezifischen Wärme des Eises mal dem natürlichen Logarithmus der Endtemperatur durch die Anfangstemperatur. Die Endtemperatur ist hier 273, das ist 0 Grad Celsius. Und die Anfangstemperatur war eben geringer, sagen wir mal jetzt nur 253 Grad Celsius. Das ist der erste Schritt, das ist das Ergebnis dieser Integration. Die hatte ich Ihnen vorgestellt, das Prinzip dieser Integration auf dem Beispiel 5 der vorigen Tafel. Und dann kommt diese Schmelzwärme, das ist die Schmelzwärme mal der Masse des Eises. Die Schmelzwärme ist ja meist pro Kilogramm, also muss ich das hier mit der Masse des Eises multiplizieren. Und im Nenner habe ich jetzt immer 273, 0 Grad Celsius. Das ist also rechnerisch einfach und dann muss ich das wieder erwärmen, wieder mit diesen winzigen Portionen Delta dQ durch T. Und das sieht dann in der Formel natürlich genauso aus wie hier. Das ist die Masse des Eises. Das ist jetzt zwar Wasser, aber das ist die alte Masse natürlich, mal der spezifischen Wärme jetzt von Wasser. Jetzt erwärme ich es hier als Wasser und nicht als Eis, mal dem Logarithmus der Endtemperatur durch Anfangstemperatur. Und das ist also die Situation. Und wenn Sie die Zahlen jetzt ansehen, dann sehen Sie, 273 durch TE ist größer als 1. Der Logarithmus von einer Zahl, die größer als 1 ist, hat ein positives Vorzeichen. Dieser Ausdruck ist also positiv. Die Schmelzwärme, das ist Wärme, die ich zufüge, die ist auch positiv. Dieser Ausdruck ist also auch positiv. Und die Endtemperatur ist ja höher als 273. Dieser Quotient ist größer als 1. Der natürliche Logarithmus ist positiv. Dieser dritte Ausdruck ist auch positiv. Und die Gesamtsumme ist positiv und Delta S ist also positiv. Die Entropie nimmt zu. Das ist also die Betrachtung des Eises. Und was passiert jetzt mit der Cola? Nun, das ist ja ganz einfach, das ist ganz analog. Nur die Cola wird jetzt schrittweise mit diesen kleinen Portionchen von reduzierter Wärme abgekühlt. Das heißt, ich entziehe jetzt der Cola Temperatur und ich bekomme dabei aber dann als Formelergebnis die gleichen Integrale im Prinzip wie hier und hier. Und das sieht also so aus, wenn ich das jetzt von der Cola aus betrachte, Delta S Wasser, es wäre jetzt die Masse des Wassers, das ist aber nur die Masse der Cola. Und die Masse des Eises, das da drin geschmolzen ist, das darf ich nicht berücksichtigen. Das ist die Masse des Wassers mal der spezifischen Wärme des Wassers mal dem natürlichen Logarithmus von Endtemperatur durch Anfangstemperatur. Das ist genau das gleiche analoge wie hier. Und jetzt sehen Sie aber, die Endtemperatur ist ja jetzt geringer als die Anfangstemperatur und deswegen ist dieser Quotient kleiner als 1 und der natürliche Logarithmus einer Zahl kleiner als 1, der hat negatives Vorzeichen, deswegen ist Delta S negativ für die Cola, für das Wasser. Und jetzt, um das Gesamtsystem zu betrachten, müssen Sie jetzt nur diese beiden Delta S-Werte addieren. Der eine ist positiv und der andere ist negativ. Und Sie müssen das jetzt addieren und dann werden Sie ja sehen, ob die Summe dieser Sache 0 ist, positiv oder negativ. Und wenn man das macht, dann kommt dabei raus, das habe ich jetzt hier nicht ausgerechnet, dann kommt dabei raus, dass die Summe positiv ist. Das heißt, insgesamt gibt es eine Zunahme der Entropie. Das habe ich hier geschrieben, isoliertes System gibt Delta S größer als 0. Isoliertes System soll jetzt heißen, dass ich
dieses System als isoliertes System natürlich jetzt betrachtet habe, so wie in den Formeln. In dem Pappbecher stimmt das natürlich nicht ganz, denn über den Pappbecher wird natürlich Wärme ausgetauscht, aber bei den physikalischen Analysen verhindert man natürlich den Austausch von Wärme und Materie. Das ist also damit gemeint, dass man das in diesem isolierten System ansieht. Ja, das ist die Betrachtung dieser irreversiblen Reaktion und es zeigt sich also jetzt in beiden Fällen hier, dass bei diesen irreversiblen Reaktionen die Entropie zunimmt. Und hier habe ich es Ihnen jetzt nicht vorgerechnet, das müssen Sie mir glauben, aber das Prinzip habe ich Ihnen ja erläutert. Und man kann jetzt sagen, insgesamt, wenn man sich jetzt viele solcher irreversibler und reversibler Reaktionen ansieht, dann kann man insgesamt sagen, bei allen reversiblen Prozessen ist Delta S gleich 0. Der Carnot-Zyklus, dieser Kreisprozess, den habe ich als Beispiel genannt, oder man kann auch sagen, ich kann Eis bei 0 Grad schmelzen. Alles bei 0 Grad, das hatte ich Ihnen auf der vorigen Tafel dargestellt, also nicht mit diesem kaltes Eis in warme Cola, sondern alles bei 0 Grad. Und da hatte ich Ihnen ja vorgestellt, dass das Eis eine Zunahme der Entropie bei dem Schmelzprozess durchmacht, aber dass die Wärmequelle, aus der ich diese Schmelzwärme nehme, genau die gleiche Abnahme der Entropie durchmacht und dass das die Summe in dem Gesamtsystem 0 ist. Und das ist also diese Situation bei reversiblen Prozessen, aber, und das habe ich hier erläutert, versucht zu erläutern, bei allen irreversiblen Prozessen ist Delta S größer als 0. Und wie gesagt, das sind zwei Beispiele dafür. Bei den irreversiblen Prozessen nimmt die Entropie also zu. Und ich habe als nächsten Satz jetzt geschrieben, und das ist der Kern der Sache, nach einer Zustandsfunktion oder nach einer Zustandsgröße, im Englischen heißt es State Function, also nach im Deutschen heißt es dann Zustandsgröße. Nach einer Zustandsgröße kann man auch sagen, mit diesen Eigenschaften hat Clausius gesucht und hat sie in der Entropie gefunden, in der Summe dieser reduzierten Wärmen gefunden. Und das soll heißen, also der Clausius hat immer nach einer solchen Funktion gesucht, die so eine Eigenschaft hat. Die Eigenschaft ist eben die, dass man sagen kann, bei irreversiblen Prozessen verändert sich diese Zustandsgröße immer in einer Richtung. Und es zeigt sich, die Entropie ist eine solche Zustandsgröße, die sich immer in der Richtung verändert, dass sie größer wird bei irreversiblen Prozessen. Das ist ja ganz anders als bei der Energie. Die Energie verändert sich ja nicht. Das ist auch eine Zustandsfunktion, aber die verändert sich ja nicht bei irreversiblen Prozessen. Aber diese Zustandsfunktion, die Entropie, die hat diese wunderbare Eigenschaft, dass sie sich eben bei irreversiblen Prozessen verändert und zwar immer größer wird. Und der Clausius hat das zusammengefasst in der berühmten Arbeit von 1865, die er veröffentlicht hat, in der er die Entropie eingeführt hat, indem er am Ende gesagt hat, die Energie der Welt ist konstant, das ist der erste Hauptsatz, später dann als erster Hauptsatz bezeichnet worden, das ist die Energieerhaltung und danach als zweites, die Entropie der Welt strebt ein Maximum zu. Das ist dann später zweiter Hauptsatz genannt worden. Und dahinter steckt natürlich, dass er sagt, die Welt, das ganze Weltall, das ist ein abgeschlossenes System. Und dieses Entropieverhalten gilt eben nur in einem abgeschlossenen System. Ich muss das ganze System zusammenhängend betrachten. Und das Weltall ist ein abgeschlossenes System. Es gibt keine Wechselwirkungen von außen oder nach außen. Und deswegen gilt diese Zunahme der Entropie. Was diese Wechselwirkung anbetrifft, habe ich jetzt noch ergänzt. Ich habe geschrieben, in einem isolierten oder abgeschlossenen System, das ist synonym, das ein Zentrum und Umgebung enthält, das habe ich Ihnen hier dargestellt. Das soll also das Zentrum sein und das Rosa soll die Umgebung sein und die Außenhülle, die soll dieses System vollständig isolieren oder abschließen. Die soll verhindern, dass irgendein Austausch von Energie oder Materie mit dem äußeren Bereich jenseits über diesen Abschluss hinaus stattfindet. Also in einem solchen System kann in einem Teilsystem, zum Beispiel in dem System Z hier, die Entropie abnehmen durch Austausch von Masse und oder Energie mit dem anderen System, hier dem System U.
man die Entropie von des Gesamtsystems, die muss allerdings zunehmen. Das heißt also, wenn die Entropie von Z abnimmt, dann muss die Entropie von U zunehmen, und zwar so zunehmen, dass die Gesamtentropie zunimmt. Das ist der Kern der Sache. Und wenn man irgendwo ein System hat, in dem die Entropie abnimmt, dann kann man sagen, dieses System ist sicher nicht isoliert. In einem isolierten System könnte das nicht passieren, sondern es muss ein anderes System geben, das eine Wechselwirkung mit diesem System macht. Und in diesem anderen System, da muss die Entropie entsprechend zunehmen, sodass die Gesamtentropie wieder zunimmt. Und das ist also, muss man dazu anmerken. Also deswegen hat er geschrieben, die Entropie der Welt strebt ein Maximum zu, weil man da ja sagen würde, das ist sozusagen definitionsgemäß ein abgeschlossenes oder isoliertes System. Ja, das ist das, was ich Ihnen in diesem Zusammenhang sagen wollte über die Eigenschaft der Entropie, dass sie eben in einem solchen abgeschlossenen System bei irreversiblen Prozessen zunimmt. Das kann man hieran sehen. Ja, ich habe noch drei Anmerkungen jetzt dazu. Die Anmerkung 1, da habe ich geschrieben, bei chemischen Reaktionen rechnet man mit den molaren Standardentropien wie mit den Enthalpien. Das spielt jetzt für diesen Vortrag keine Rolle, aber in dem nächsten Vortrag spielt das eine wichtige Rolle, und deswegen will ich das hier, weil man jetzt direkt bei diesen Entropien ist, erläutern. Das ist ganz einfach. Man rechnet also mit den Entropien stöchiometrisch. Und für chemische Reaktionen. Am einfachsten macht man das an einem Beispiel wieder klar. Es ist genau wie bei den Enthalpien. Aus 1 Mol Stickstoff und 3 Mol Wasserstoff entstehen 2 Mol Ammoniak, alles gasförmig. Und man kann jetzt sagen, in den 2 Mol Ammoniak, da ist eine bestimmte Entropie drin. Und auf der linken Seite, in dem Stickstoff und dem Wasserstoff, da gibt es in Summe auch eine bestimmte Entropie. Und man möchte die Entropiedifferenz wissen. Dann nimmt man also die Entropie von rechts, zieht die Entropie von links ab, und dann hat man die Differenz. Das ist ganz einfach. Und das macht man also so. Diese Entropiedifferenz ist Delta S. 0 steht dafür, dass man alles unter Standardbedingungen betrachtet. Also Raumtemperatur, eine Atmosphäre, Druck. Dann sagt man, gut, ich nehme also die Entropie, die ich rechts habe, das ist zweimal die Standardentropie von Ammoniak. Das ist ja immer die molare Entropie, die ich aus der Tabelle nehme. Das ist zweimal die Standardentropie von Ammoniak. Und davon ziehe ich die linke Seite ab. Die linke Seite, da muss ich eine Klammer machen, weil ich ja mehrere Größen habe. Also minus, Klammer auf, einmal die Standardentropie von Stickstoff. Und dreimal die Standardentropie von Wasserstoff. Einmal und dreimal, das habe ich hier geschrieben. Und dann rechnet man das aus, das ist eine ganz einfache Summe, und bekommt Delta S0. Und da bekommt man in diesem Falle, wenn man die Zahlen aus der Tabelle einsetzt, minus 198 Joule pro Kelvin. Und man muss sich eben nur merken, nach der Rechnung sieht man das ja auch, diese Entropieänderung ist die Änderung in einem Formelumsatz. So wie es hier geschrieben ist. Für einen Formelumsatz gibt es diese Änderung der Standardentropie. Wie gesagt, das ist im Augenblick nicht wichtig, aber diese Größe, Delta S0, spielt eine ganz große Rolle in dem nächsten Vortrag. Die Anmerkung 2, da habe ich jetzt geschrieben, in dem Ausdruck Delta Q durch T, dieser reduzierten Wärme, da wird Q gewichtet. Das soll Folgendes heißen: Wenn Sie ein Kalorien übertragen, zur reduzierten Wärme umwandeln, dann haben Sie ein Kalorien durch 10 Kelvin, oder bei 100 Kelvin hätten Sie ein Kalorien durch 100 Kelvin. Beides Mal ist ja eine Kalorie. Nur die Reduktion durch diese Division mit der Temperatur führt hier zu 1 zu 10, und das wäre der Wert 0,1, und hier wäre der Wert 0,01. Das heißt, das ist die gleiche Kalorie, gibt als reduzierte Wärme hier 0,1 und hier 0,01. Das heißt also, bei der niedrigen Kelvin-Temperatur ist das Gewicht sozusagen dieser reduzierten Wärme groß, und bei der großen Kelvin-Temperatur ist das Gewicht der reduzierten Wärme klein. Wenn Sie also ein System haben, was bei niedriger Temperatur ist, und Sie führen ein
Sie führen einen Kalorie dazu, dann ist der Einfluss groß, wenn Sie das jetzt unter dem Aspekt der reduzierten Temperatur betrachten. Und wenn Sie das bei einer höheren Temperatur machen, dann wird der Einfluss kleiner. Man kann sich das merken vielleicht, indem man sagt, 100 Euro sind für einen Armen sehr viel mehr wert als für einen Reichen. Dieses wäre der Arme und dieses wäre der Reiche. Der, der energiearm ist, für den ist das sehr, macht das einen großen Effekt. Und für denjenigen, der energiereich ist, macht das einen kleinen Effekt. Das ist im Prinzip interessant, sich das klarzumachen. Und selbst wenn wir das jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht gebraucht haben. Und die letzte Anmerkung, das ist die Anmerkung 3. Ich habe geschrieben, anschaulich betrachtet führen viele der spontanen, irreversiblen Prozesse, zum Beispiel die obigen Prozesse 1 und 2, zu einem Zustand geringerer Ordnung. Und ich habe geschrieben, die geordneten Wassermoleküle im Eis werden zum Beispiel zu den weniger geordneten Wassermolekülen im flüssigen Wasser. Das bezieht sich jetzt auf das Schmelzen des Eises bei 0 Grad, in diesem reversiblen 0-Grad-System. Da hatten wir ja gesehen, das habe ich auf der vorigen Tafel erläutert, dass das Eis beim Schmelzen diese Entropiezunahme macht. Und die Entropiezunahme entspricht, wenn Sie das so betrachten, offensichtlich einer Zunahme der Unordnung der Wassermoleküle. Denn in dem Eis sind sie ja relativ geordnet und im Wasser sind sie relativ beweglich. Sie bekommen also eine Zunahme der Unordnung. Und das kann man verallgemeinern. Und man kann sagen, also die Zunahme von S, die Zunahme der Entropie, beschreibt die Zunahme der Unordnung des Systems. Und das ist jetzt der große Schritt zu der nächsten Tafel. Ich habe geschrieben, Ludwig Boltzmann findet 1877 die richtigen Begriffe und Rechenmethoden, um das in mathematische Physik zu fassen. Das heißt, er hat die Unordnung in quantitative Begriffe fassen können und hat die Veränderung der Unordnung umrechnen können in die Entropie. Und das ist die berühmte Formel S gleich K mal LNW. Und was dahinter steckt, das will ich Ihnen in einer einfachen Version auf der nächsten und letzten Tafel darstellen. Gut, meine Damen und Herren, ich will Ihnen dann an dieser letzten Tafel darstellen, was hier oben steht. Die Entropie aus der Unordnung, Boltzmanns Formel S gleich K mal LNW. Die ist ja nun sehr berühmt. Fast so berühmt wie E gleich mc². Und diese Formel will ich Ihnen erläutern, die Entstehung dieser Formel. Und man kann natürlich sagen, die Entropie, die habe ich Ihnen ja schon vorgeführt, so wie der Clausius sie eingeführt hat. Und im Prinzip würde das natürlich ausreichen, für diese Vorträge eine Version der Entropie vorzustellen. Ich will Ihnen aber diese Version auch noch darstellen, weil sie interessant ist und am Ende anschaulich ist, die Ableitung, die gibt der Entropie also eine anschauliche Interpretation. Und man muss sich das Ganze aber natürlich nicht anhören. Und man kann sich mit dieser Clausius-Version natürlich begnügen. Man kann andererseits auch sagen, diese Boltzmann-Formel, die ist ja in der Literatur und auch in Vorlesungen und Vorträgen immer und immer wieder vorgestellt worden. Und das bräuchte ich eigentlich nicht zu machen. Ich würde aber sagen, in dieser Darstellung hier ist das die Entropie für Biologen. Und nicht für Physiker und schon gar nicht für Mathematiker. Aber ich glaube, für die Biologen ist das eine nützliche Sache und deswegen will ich es versuchen zu formulieren. Da gibt es in meinen Augen nicht so viele Darstellungen. Ob diese Darstellung nützt, weiß ich nicht, aber das kann man probieren. Nun, das ist also der Hintergrund. Wenn Sie jetzt den Titel hier sehen, die Entropie aus der Unordnung, dann würde man sagen, dann sieht er ja erstmal völlig unverständlich aus, woher kommt hier die Unordnung, wenn man sich auf die Clausius-Version bezieht. Was hat das mit Unordnung zu tun? Woher kommt hier die Unordnung? Das ist aber keineswegs vom Himmel gefallen, sondern das kann man verstehen, woher das kommt, und dazu muss man sich zurückversetzen in die Zeit, in der das gemacht worden ist. Ich habe geschrieben, der Boltzmann hat das 1877 veröffentlicht, und wenn man sich
in das Jahr 1870 zurückversetzt. Dann gab es also die Clausius-Entropie und es gab auch die kinetische Gastheorie. Und über die habe ich ja gar nichts gesagt und die spielte ja auch für den Clausius jetzt erstmal gar keine Rolle bei dieser Entropieableitung. Und die kinetische Gastheorie, bei der der Clausius im Übrigen viel, zu der er viel beigetragen hat, die ging ja davon aus, dass man gesagt hat, das Gas besteht aus Molekülen und die Moleküle, die können wir im Sinne der Newtonschen Mechanik behandeln. Die haben eine Masse, eine Geschwindigkeit, die Moleküle, eine kinetische Energie und die haben auch Schwingungsenergien der Atome gegeneinander oder Rotationsenergien, dass die Moleküle um Achsen rotieren. Die Moleküle kollidieren mit der Wand und übertragen Impuls. Und auf diese Weise kann man also sagen, kann man das Gas beschreiben und kann jetzt, und das ist das Wichtige daran, die Zustandsgrößen des Gases ableiten. Die Temperatur, den Druck ableiten aus dieser Theorie. Die Temperatur kann man ableiten zum Beispiel aus der mittleren kinetischen Energie der Moleküle und den Druck natürlich durch die Stöße dieser Moleküle mit der Wand. Und das war also damals entwickelt worden und wenn man das sieht, dann kann man natürlich jetzt sagen, dann müsste man ja im Grunde auch die Entropie aus dieser kinetischen Gastheorie ableiten können. Das ist ja auch eine Zustandsfunktion und es gibt keinen Grund, warum man die nicht auch aus der kinetischen Gastheorie ableiten könnte. Man müsste sie im Grunde daraus ableiten können, das ist klar. Und das hat eben der Boltzmann gemacht und das hat er geschafft. Und das ist eben diese Formel. Und die Situation ist also jetzt für den Boltzmann die, dass man natürlich sagt, wenn ich jetzt auf mein Gas gucke im Sinne der kinetischen Gastheorie, Und ich will vielleicht sagen, die kinetische Gastheorie, muss man dann weiterentwickeln mathematisch, um das Problem anzugehen. Dann kommt man also zur statistischen Mechanik. Das ist eine mathematisch weiterentwickelte Version der kinetischen Gastheorie. Wenn man das also macht, dann guckt man auf sein Gas und sagt, welche Eigenschaft des Gases ist der Ausgangspunkt für die Berechnung der Entropie? Die kinetische Energie war der Ausgangspunkt für die Temperatur. Und welche Eigenschaft des Gases ist der Ausgangspunkt für die Entropie? Und diese Frage, an der würde natürlich jetzt der normale Mensch scheitern, aber der Boltzmann hat den Ausgangspunkt gefunden und er hat gesagt, der Ausgangspunkt ist die Ordnung. In dem Gas herrscht eine bestimmte Ordnung oder Unordnung. Und diese Unordnung, die ist der Ausgangspunkt für die Entropie. Das ist eben die geniale Idee. Wie er auf diese Idee gekommen ist und wann er genau auf diese Idee gekommen ist, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das bekannt ist. Aber das ist also die Idee. Und im Nachhinein ist die Idee ja auch nicht, oder erscheint diese Idee ja recht plausibel. Denken Sie an dieses Modell mit dem Eis in der Cola. Und wenn Sie den Eiswürfel sehen, der schmilzt, dann sieht man ja, dass dabei die Wassermoleküle dass in dem Eiswürfel die Entropie eben stark zunimmt bei dem Auflösen des Eises in der Cola. Und dabei sieht man ja richtig, dass die Ordnung der Wassermoleküle im Eis zur Unordnung der Wassermoleküle im Wasser wird. Aber man muss erstmal auf die Idee kommen und das ist also der Zugang gewesen, den Begriff der Unordnung einzuführen. Und dann muss man das eben rechnerisch lösen mit Hilfe der statistischen Mechanik. Und beides hat der Boltzmann geschafft und dafür ist er natürlich unsterblich geworden, soweit man unsterblich werden kann. Ich habe dafür jetzt geschrieben, Boltzmann gelingt es, die Unordnung eines Systems durch eine natürliche Zahl W zwischen 1, geringste Unordnung, und unendlich darzustellen. Also die Unordnung wird durch eine einzige natürliche Zahl dargestellt. Die Unordnung ist 27.385.477. Das ist die Unordnung eines Systems. Ich habe einen Topf mit Stickstoffgas oder mit Sauerstoffgas oder mit Wasser vor mir und sage, die Unordnung dieses Systems ist 27 Millionen und so weiter.
Das ist also die großartige Tat. Wie man dazu kommt, das werde ich Ihnen eben erläutern. Und die Formel, die er dann entwickelt hat, um aus der Unordnung die Entropie zu berechnen, das ist eben diese berühmte Formel S gleich K mal LNW. Das heißt also, man nimmt von dieser Unordnungszahl den natürlichen Logarithmus und wenn man den mit einer Naturkonstante K multipliziert, die man später Boltzmann-Konstante genannt hat, dann hat man direkt die Entropie. Das habe ich geschrieben. K ist die Boltzmann-Konstante und es hat sich herausgestellt, dass die nichts weiter ist als der Quotient von R, der universellen Gaskonstante, durch Na, der Avogadroschen Zahl. Und wenn Sie das ausrechnen, R durch A, dann kommen Sie auf 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. Und also eine winzige Größe, 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. Das ist also eine winzige Größe K. Und Sie sehen an dieser Formel schon, die Unordnung W ist eine natürliche Zahl, der Logarithmus ist auch eine Zahl. S und K haben also die gleiche Dimension. Und K hat die Dimension Joule pro Kelvin und das stimmt, denn der Clausius hatte ja reduzierte Wärmen addiert und das war ja Wärme durch absolute Temperatur. Also ist das richtig, natürlich, es muss richtig sein, aber das sehen Sie auch direkt. Und das ist also die Formel, zu der der Boltzmann dann gekommen ist. Das ist also das Wunderwerk. Und Sie sehen, wie der erste Schritt zu dieser Formel ist, auch hier. Das erste ist, dass man W berechnet. Wie man das macht, werde ich Ihnen eben zeigen. Und dann wird man sagen, dann bedeutet diese Formel, dass ich den natürlichen Logarithmus dieser Zahl nehme und dann gehe ich hin und nehme mir die Entropie vom Clausius. Und dann mache ich diesen Quotienten S vom Clausius durch LNW und dann stelle ich fest, dass ich eine universelle Konstante bekomme. Immer das Gleiche, immer die Boltzmann-Konstante für die verschiedenen Systeme. Und dann ist diese Entdeckung sozusagen gemacht. Und dann kann man natürlich den Clausius vergessen. Dann kann man sagen, ich berechne nur mein W, nehme den natürlichen Logarithmus, multipliziere das mit der Boltzmann-Konstante, bin ich fertig. Dann brauche ich den Clausius nicht mehr. So ist also diese Entwicklung. Ja. Die Frage ist jetzt also, oder was ich Ihnen hier gesagt habe, ist, dass man also die Unordnung jetzt durch eine natürliche Zahl darstellen muss. Und das Großartige dabei ist jetzt die Einführung von zwei Grundbegriffen. Der Ausgangspunkt, um das zu leisten, das ist die Einführung der Begriffe Makrozustand und Mikrozustand. Die werde ich Ihnen erläutern. Und wenn man das hat, dann habe ich geschrieben, W, diese Zahl W, um die es geht, W ist die Zahl der Mikrozustände, die ein Makrozustand enthält. Um das zu verstehen, das kann man am besten an einem einfachen Beispiel verstehen, was ein Makrozustand ist und was ein Mikrozustand ist und was die Unordnung ist. Also das Beispiel, an dem man das versteht, das wird in vielen Lehrbüchern auch so oder ganz etwas abgewandelt gebracht. Ich nehme n gleich 4, groß n gleich 4 Münzen und schüttle die in einem Becher. Und die Münzen haben eine schwarze Seite und eine rote Seite. Und dann gieße ich die Münzen aus und dann zähle ich jetzt, wie viele schwarze Seiten sehe ich und wie viele rote Seiten sehe ich. Also es genügt ja, wenn die schwarzen Seiten zählt natürlich. Und diese Zahl, die man hat, diese Situation, 4 schwarze oben, 3 schwarze oben, 2, 1 und 0 schwarze Seiten oben, das sind die Makrozustände. Sie werden gleich sehen, warum man das Makrozustand nennt. Also die Makrozustände, da habe ich 4 Münzen schwarz, 3 Münzen schwarz, 2 Münzen schwarz, 1 Münze schwarz oder gar keine Münze schwarz. Das heißt dann, ich habe alle Münzen rot. Das sind also die 5 Makrozustände, die ich erleben kann bei meinen Münzwürfen. Und jetzt ist es so, das ist jetzt der wesentliche Punkt auch, dass man sagt, die Münzen, die da drin sind, die sind nummeriert. Die sind die Münze 1, 2, 3, 4.
Und jetzt kann ich Folgendes machen, jetzt kann ich sagen, auf wie viele Weisen kann jetzt eigentlich dieser Makrozustand hier erzeugt werden. Und das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Nehmen wir den Makrozustand 4-mal schwarz. Da gibt es nur eine Art, wie der erzeugt werden kann. Die Münze 1 muss schwarz sein, 2 muss schwarz sein, 3 muss schwarz sein und 4 muss schwarz sein. Sonst ist die einzige Möglichkeit. Das habe ich hier geschrieben. 1, 2, 3, 4, das sind die schwarzen Seiten. Die roten habe ich nie geschrieben. Also die Münze 1, schwarz gezeichnet, heißt, die schwarze Seite ist oben bei der Münze 1. Das ist der einzige Wurf, der mir diese 4 schwarzen gibt. Wenn ich 3 schwarze Münzen oben sehe, dann kann es sein, dass die Münze 1 rot war. Das ist dieser Fall. Dann ist 2, 3, 4 schwarz. Oder es ist so, dass die Münze 2 oben rot war, die Münze 3 oder die Münze 4. Das sind also 4 Situationen. Die anderen müssen dann schwarz sein. Das ist das hier. 2, 3, 4 schwarz, 1, 3, 4 schwarz und so weiter. Das sind jetzt 4 Situationen. 4 von den möglichen Würfen geben mir diesen Zustand 3 schwarze. 2 schwarze können Sie leicht aufschreiben. Das ist jetzt die Münze 1 und 2. Die Münze 1 und 3, die Münze 1 und 4. Die Münze 2 und 3 und 2 und 4 oder 3 und 4. Das sind alle Situationen, in denen Sie zwei schwarze Flächen oben sehen. Und wenn Sie jetzt eine schwarze Fläche oben sehen wollen, dann ist es wieder sehr einfach. Das ist entweder die Münze 1 oder 2 oder 3 oder 4. Das sind also 4 Würfe. Der erste, der zweite, die erste Version, die zweite, die dritte und die vierte. Und keine schwarze Seite oben, da sind sie alle rot, da haben sie nur eine Verteilung, alle müssen rot sein. Das ist analog wie hier. Sie sehen also jetzt, wenn Sie das so machen, dass die verschiedenen Makrozustände hier durch eine verschiedene Zahl von Würfen hervorgerufen werden können. Dieser Makrozustand kann nur durch ein Wurfergebnis erzeugt werden. Hier haben Sie 4 Wurfergebnisse, 6 Wurfergebnisse, 4 und wieder 1. Und diese einzelnen Ergebnisse, das sind jetzt die Mikrozustände. Sie haben hier einen Mikrozustand, 4, 6, 4 und 1. Das habe ich geschrieben, die Zahl der Mikrozustände. Zu diesem Makrozustand, 2 schwarze, gehören also 6 Mikrozustände. Das muss man sich also jetzt klar machen, die Beziehung zwischen dem Makrozustand und dem Mikrozustand. Bei dem Makrozustand sagt man, ich will nur 2 schwarze Münzen sehen. Ob das jetzt die Münzen 1 oder 2 sind oder die Münzen 1 und 3 oder 1 und 4, das interessiert mich nicht. Und das muss man also sehen, dass ich also verschiedene Mikrozustände subsumiere zu einem Makrozustand dabei. Und das ist also eine Aufgabe, dass man in einem solchen System immer die Makrozustände und die Mikrozustände definiert. Hier ist es ja sehr klar, wie man das macht. Gut, das ist also die Situation, die Definition von Makrozustand und Mikrozustand. Der Makrozustand fasst also immer eine bestimmte Menge von Mikrozuständen zusammen. Und hier sehen Sie ja die Zusammenfassung, die ist hier natürlich sehr naheliegend, ist ja klar. Und jetzt, was hat das jetzt mit dem Boltzmann zu tun? Der Boltzmann sagt jetzt Folgendes. Er sagt, der Makrozustand mit den meisten Mikrozuständen, das wäre also hier dieser, der hat laut Boltzmann die größte Unordnung. Das muss man sich jetzt überlegen, dass man sagt, wie plausibel das ist, diese Definition der Unordnung einzuführen. Dass man sagt, der Makrozustand mit den meisten Mikrozuständen ist der unordentlichste. Das muss man sich etwas überlegen. Ich denke aber, dass man das gut nachvollziehen kann. Dass das natürlich eine sehr kluge Definition ist natürlich. Das muss man sich etwas überlegen. Und dann kommt der nächste Satz. Die Zahl Mi seiner Mikrozustände, das ist das W in dieser Boltzmannschen Formel. Dieses W in der Boltzmannschen Formel. Das ist also das, was man die zahlenmäßige Definition der Unordnung. Und das wäre also hier 6. Dieser Makrozustand zweimal schwarz. Das wäre also der unordentlichste Makrozustand, weil er die meisten Mikrozustände hat. Und die Zahl dieser Mikrozustände, das ist das W hier oben. Im Grunde sehr einfach.
Und auf diese Weise kann man also jetzt jedem Makrozustand eine Zahl w zuordnen. Und die größte Zahl w, zu der man kommt, die größte Zahl w, oder sagen wir, jedem Makrozustand eine Zahl mi der Mikrozustände zuordnen. Und die größte Zahl dieser Mikrozustände, die verwendet man hier als w. Ja, das ist also der Begriff Makrozustand, Mikrozustand und die Ableitung dieser Größe w für die Boltzmannsche Formel. Und das kann man natürlich jetzt in Mathematik fassen. Das ist ja hier, kann man das ja von Hand leicht aufschreiben. Aber wenn man mehr Münzen hat, dann muss man eine Formel dafür finden. Und das ist die berühmte Bernoullische Formel. Die Formel, wenn ich jetzt n Münzen habe und ich möchte davon klein n Münzen schwarz haben, oder ja, schwarz oben haben, dann kann man sagen, wie viele Mikrozustände gibt es für diese Situation. Ich habe also 1000 Münzen und sage, ich möchte 80 schwarze haben. Ich nehme mit 80 Würfe mit 80 Schwarzen und dann sage ich, wie viele Mikrozustände gibt es für diese Situation 80 von 1000 Schwarz. Und um das auszurechnen, da gibt es eben diese Formel. Und die Formel sagt, die Zahl dieser Mikrozustände ist der Quotient aus Groß N Fakultät durch Klein N Fakultät mal Groß N minus Klein N zur Fakultät. Die Gesamtzahl. Und das ist meine Zahl klein n, 80 schwarze. Und dann kann ich also ausrechnen, wie viele Mikrozustände ich dafür bekomme. Die Mikrozustände im Allgemeinen hier also als Funktion meiner schwarzen Seiten oben. 0 schwarze Seiten, 1 schwarze und so weiter. Nacheinander immer jedes Mal der Quotient gebildet und ich bekomme die Zahl der Mikrozustände dafür. Und wenn ich das hier für das Beispiel mache, dann ist ja hier groß n gleich 4 und klein n gleich 2. Das wäre diese Situation. Und das würde also bedeuten, der Quotient wäre n-Fakultät, ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 hier. Und klein n ist 1 mal 2. Und n minus klein n ist 4 minus 2, ist auch 2. 2-Fakultät ist also wieder 1 mal 2. Also 1 mal 2 mal 3 mal 4 sind 24 durch 4 ist 6. Das sind diese 6 für klein n gleich 2. Das sind diese 6 Mikrozustände. Und da könnte ich natürlich jetzt hier n gleich 1 einsetzen und so weiter. Und dann würden Sie sehen, dass Sie überall die Zahl der Mikrozustände ausrechnen können mit dieser Formel. Was Sie auch sehen dabei ist, das habe ich nochmal geschrieben, diese halbe-halbe Situation, die hat natürlich, sehen Sie hier, und das bleibt so, die hat die meisten Mikrozustände. Und nach dem im Sinne Boltzmanns ist es also die unordentlichste Verteilung, diese zwei zu halbe-halbe Verteilung. Das habe ich nochmal geschrieben, MI, die Zahl der Mikrozustände, ist maximal für den Makrozustand klein n gleich n halbe, diese halbe-halbe Situation. Und so kann man also sich jetzt sagen, ich kann definieren, was ein Makrozustand ist, was ein Mikrozustand ist, und ich kann für jeden Makrozustand die Zahl der Mikrozustände ausrechnen, nach dieser Formel, und kann mir dann den Makrozustand nehmen, der die meisten Mikrozustände hat. Das ist der unordentlichste und dessen Zahl von Mikrozuständen, den setze ich in der Boltzmannschen Formel ein. Das ist also die Begriffsbildung. Und ich habe noch eine weitere Zeile geschrieben, an der man noch etwas sehen kann dabei, was wichtig ist auf die Dauer. Ich habe jetzt geschrieben, ich nehme jetzt eine größere Zahl, n gleich 100 Münzen, nicht so eine winzige Zahl, n gleich 100 Münzen, und die Zahl der Mikrozustände, das habe ich hier jetzt nicht gesagt, aber das ist ja im Grunde auch bekannt, die Gesamtzahl der Mikrozustände, die es hier gibt, die ist natürlich, wenn ich eine Münze habe, ist es 2, rot oder schwarz.
Bei zwei Münzen ist es 2 mal 2. Bei drei Münzen ist es 2 mal 2 mal 2 und so weiter. Die ist also in dem Fall 2 hoch 4. Das ist 2 hoch 4 ist 16. Und das sind auch 16. Wenn Sie das addieren, kommen Sie natürlich auf 16, 1, 5, 11, 12, 16. Die Gesamtzahl der Mikrozustände ist also 16 in dem Fall oder ist eben allgemein 2 hoch n. Und jetzt habe ich hier also beschrieben, wenn n sehr groß wird, nehmen wir mal n gleich 100, dann gilt für die Summe der Mikrozustände, es ist dann 2 hoch 100. Und 2 hoch 100 ist 10 hoch 30. Sie hätten also jetzt insgesamt 10 hoch 30 Mikrozustände, verteilt über die verschiedenen Makrozustände. 10 hoch 30 Mikrozustände. Und Sie sehen, das ist also eine ungeheure Zahl von Mikrozuständen, die Sie schnell bekommen. Hier haben Sie nur 16, aber Sie sehen, also Sie kommen sehr schnell in gewaltige Zahlen von Mikrozuständen. Und jetzt gehen wir zu dem Makrozustand, der unordentlichste ist, das ist der halbe-halbe Zustand. Und berechnen für den die Zahl der Mikrozustände. Nach dieser Formel, für n gleich 50, das ist also der halbe-halbe Zustand, gibt das diesen Wert, das ist 100 Fakultät durch 50 Fakultät mal 50 Fakultät. Das ist die Zahl der Mikrozustände für halbe-halbe. Und das sind 10 hoch 29, wenn man das ausrechnet. Und das Interessante daran ist jetzt, dass Sie sehen, Sie haben insgesamt ungefähr 10 hoch 30. Und 10 hoch 29 davon, 10%, also diese unvorstellbar große Zahl, das ist exakt diese halbe-halbe Situation. Was hatte ich gesagt? 100. 50 schwarze und 50 rote. Diese Situation hat 10 hoch 29 Mikrozustände. Hier hatte die halbe-halbe ja nur 6 Mikrozustände. Aber bei 100 hat die 10 hoch 29 Mikrozustände und das ist den 10% aller Mikrozustände. Wenn Sie jetzt noch dazu nehmen, die Mikrozustände das war jetzt für 50-50, für 49-51 und 48-52, dann haben Sie praktisch fast alle Mikrozustände, oder dann haben Sie praktisch die Masse der Mikrozustände, Sie haben ja hier schon 10 hoch 29 da, und wenn Sie die dazu nehmen, dann kann man sagen, praktisch sind alle Mikrozustände, große Löwenanteil der Mikrozustände, die Sie bei Ihren Würfeln bekommen, sind eben 50-50, 49-51 oder 48-52. Die anderen Mikrozustände, die spielen proportional dazu gar keine Rolle. Und das kann man jetzt hier nicht direkt sehen, da hätte ich die anderen Zahlen alle dazu schreiben sollen, oder müssen wir jetzt glauben, aber Sie sehen ja schon hier 10 hoch 29, dieser eine Mikrozustand, dieser eine Makrozustand, 50-50, der hat schon 10 hoch 29 Mikrozustände. Dieser Makrozustand, der dominiert also das System. Wenn Sie immer würfeln, dann werden Sie also als dominierenden Makrozustand diesen 50-50-Zustand finden, weil er 10 hoch 29 Mikrozustände hat. Man sagt auch, dieser Zustand mit den meisten Mikrozuständen hat das größte statistische Gewicht. Ist ja plausibel jetzt. Und der Makrozustand dominiert das Ganze, und wenn Sie eben die benachbarten Makrozustände dazu nehmen, 49, 51, 48, 52, dann muss man sagen, praktisch sind alle Mikrozustände, fast alle Mikrozustände gehören zu diesen drei Makrozuständen. Das ist das, was man daraus sehen kann. Das ist ja hier jetzt nicht so. Hier ist es ja so, dass Sie diesen extremen 4-schwarze-Makrozustand, den können Sie durchaus noch bekommen hier beim Würfeln, das sehen Sie ja. Einer von 16. Hier in diesem System würden Sie den natürlich nie bekommen, das ist ja auch anschaulich, aber zusätzlich muss man eben sagen, diese ganz wenigen zentralen Makrozustände, die dominieren das ganze System, weil sie praktisch alle Mikrozustände auffressen sozusagen. Das kann man sehen, wenn man das mit mehr Zahlen macht, aber an dieser einen Zahl sehen Sie eben schon, dass das wohl so ist. Das wollte ich noch erwähnen, das ist sehr wichtig. Dass man das sozusagen im Kopf behält.
Ich habe noch geschrieben, alle Mikrozustände haben die gleiche Wahrscheinlichkeit. Das habe ich nicht erwähnt, aber das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Und das sehen Sie ja auch hier. Also dieser, einen solchen Wurf zu bekommen oder eine, oder hier die 1 schwarz und alle anderen rot, für jeden einzelnen Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gleich groß. Und das ist hier, steckt hier natürlich in der ganzen Betrachtung drin. Ich wollte das nicht vergessen, dann habe ich das noch gezeigt, aufgeschrieben. Ja, das ist also, die sind also die Begriffe, die der Boltzmann eingeführt hat. Makrozustand, Mikrozustand, den unordentlichsten Makrozustand und den, diese Größe W, die Unordnung, und das ist die Zahl der Mikrozustände in dem unordentlichsten Makrozustand. Das landet hier in der Formel. Ja, das ist also die Begriffsbildung und das kann man jetzt in der Thermodynamik anwenden. Und zwei Anwendungen will ich Ihnen hier unten darstellen, eine etwas genauer, eine andere etwas prinzipieller. Und das eine ist das, was ich jetzt hier links geschrieben habe, dass dieses Becherspiel hier, was ich Ihnen erläutert habe, das beschreibt eine ganz bestimmte Situation in der Thermodynamik. Ich habe geschrieben, das Becherspiel beschreibt die Gasexpansion in Einvolumenvakuum. Das kann man mit diesem Becherspiel beschreiben. Man kann damit die Entropie dieser Expansion berechnen. Und wie man das macht, das will ich Ihnen nach einer kurzen Pause dann hier darstellen. Gut, meine Damen und Herren, es gibt eine Situation, in der man jetzt mit diesem einfachen Modell, was ich hier dargestellt habe, schon für die Thermodynamik etwas ausrechnen kann. Und diese Situation, die habe ich Ihnen hier dargestellt und will ich Ihnen erläutern. Ich habe geschrieben, dieses Becherspiel hier beschreibt die Gasexpansion in Einvolumenvakuum und dafür kann man hier die Entropiedifferenz ausrechnen mit diesem Spiel, für diese spezielle Fragestellung der Thermodynamik. Und wie das zugeht, will ich Ihnen erläutern. Ich ziehe also jetzt bei dem Gas den Schieber raus. Und das Gas kann sich jetzt in Einvolumenvakuum, sagen wir mal nach rechts, ausbreiten. Nach einiger Zeit wird die Situation so sein, dass alle Gasmoleküle sich jetzt gleichmäßig in diesem Raum verteilt haben und diesen Raum gleichmäßig durch ihre Bewegung ablaufen sozusagen. Das kann sein, dass das lange dauert, bis ich dahin komme, aber es kann auch schnell gehen, das hängt jetzt von den Bedingungen ab. Aber letztlich wird das so sein. Und jetzt kann man also sagen, ich will ausrechnen die Entropiedifferenz zwischen der Ursprungssituation und dieser Endsituation. Und dazu kann man jetzt Folgendes sagen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass dieser Gasraum geistig sozusagen wieder geteilt wird in die linke und die rechte Hälfte. Und nicht praktisch, sondern nur in der Vorstellung jetzt. Und dann kann ich sagen, ich nummeriere jetzt meine Moleküle und ich will Ihnen das mal jetzt, sagen wir mal, für 1000 Gasmoleküle darstellen. Ich habe also 1000 Gasmoleküle, die ich nummeriere. Und wenn ich jetzt hergehe, dann kann ich sagen, das erste Gasmolekül, das hat die Wahrscheinlichkeit 1/2, dass es sich in der linken Hälfte aufhält, wo es herkam. Und dass das zweite Molekül sich auch in der linken Hälfte aufhält, dafür ist die Gesamtwahrscheinlichkeit dann 1/4, das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Das dritte Molekül dazu, auch in der linken Hälfte, das hat eine Wahrscheinlichkeit dann von 1/8. Und wenn ich jetzt 1000 Moleküle habe links, dann ist das also 1/2 hoch 1000, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle diese 1000 Moleküle links sind, wo sie herkamen. 1/2 hoch 1000 ist 1 durch 2 hoch 1000, das ist natürlich eine ganz winzige Wahrscheinlichkeit. Und das ist also die einfache Situation jetzt. Man kann sagen also, diese Gassituation, dass alle Moleküle links sind, die ist im Prinzip durchaus möglich.
Dass ich ihr nicht begegne, das liegt nicht darin, dass sie prinzipiell irgendwie ausgeschlossen wäre, sondern es liegt nur daran, dass sie eben so äußerst unwahrscheinlich ist. Deswegen begegne ich ihr nicht. Und welcher Verteilung werde ich denn jetzt begegnen? Ich werde der Verteilung begegnen, die häufig ist, die häufigste ist, bevorzugt, und das ist die Verteilung, die die meisten Mikrozustände hat. Und diese Situation, das zeigt Ihnen jetzt, dass man sagen kann, ich kann diese Fragestellung, welche Verteilung hat jetzt denn die meisten Mikrozustände und welcher Verteilung werde ich deswegen am meisten begegnen, die kann ich jetzt beantworten in dieser Situation genau durch dieses Becherspiel. Das werden Sie sehen. Was ich machen kann, ist jetzt Folgendes. Ich kann sagen, ich nehme für jedes meiner Moleküle eine Münze in meinem Becherspiel. Das wären also jetzt 1000 Moleküle, würde ich 1000 Münzen haben. Die sind dann durchnummeriert. Und diese Münzen tue ich in den Becher. Und wenn die Münze bei dem Wurf schwarz nach oben fällt, dann sage ich, das Molekül soll in der linken Hälfte sein. Und wenn das Molekül rot nach oben fällt, dann sage ich, das Molekül soll in der rechten Hälfte sein. Und dieses Becherspiel spiegelt mir jetzt das statistische Verhalten meiner Moleküle zwischen links und rechts ganz exakt wieder. Da besteht gar kein Unterschied. Die Moleküle sind mit der gleichen Wahrscheinlichkeit links und rechts, je ein halb, und die Münze ist mit der gleichen Wahrscheinlichkeit rot und schwarz auch ein halb. Ganz genau, das spiegelt mir die Fragestellung ganz genau wieder, 1:1. Und jetzt kann ich also sagen, gut, wenn das so ist, dann kann ich ja jetzt genau diese Begriffsbildung anwenden. Und ich kann sagen, die Situation mit den meisten Mikrozuständen, die am häufigsten auftritt, die habe ich hier ja schon gefunden und das war die halbe-halbe Situation. Und dann kann ich also sagen, gut, ich nehme diese Zahl der Mikrozustände in der halbe-halbe Situation und die sollte ich ja hier in die Formel einsetzen, das ist dieses W. Und dann nehme ich den natürlichen Logarithmus, multipliziere das mit K und bekomme S. Und das ist auch wirklich so und wenn man das macht, dann kommt das raus, was ich Ihnen jetzt hier darstelle, vorrechne. Dann kann man also sagen, die Entropie am Ende ist die Boltzmann-Konstante mal dem natürlichen Logarithmus der Zahl der Mikrozustände, die in dem Makrozustand ist, der die meisten Mikrozustände hat. Also kurz gesagt, der Situation mit den meisten Mikrozuständen. Und das ist die halbe-halbe Situation. Und wie viele Mikrozustände das dafür gibt, das zeigt diese Formel für halbe-halbe. Und diese Formel für halbe-halbe sieht dieser Bruch hier, der sieht dann so aus, dass ich 1000, das war die Gesamtzahl meiner Moleküle, sprich meiner Münzen, 1000 durch 500, 1000 Fakultät durch 500 Fakultät mal 500 Fakultät habe. Das ist die Zahl der Mikrozustände in dem Makrozustand, der die meisten davon hat. Ja, das muss ich jetzt nur noch ausrechnen, dann bin ich fertig. Und dieser, was hier in der eckigen Klammer steht, das kann man umformen, denn 1000 Fakultät, damit kann man ja nicht rechnen, aber man kann das umformen, ich muss so sagen, ln von dieser Klammer, das kann ich umformen. Die Klammer separat auszurechnen, das wäre natürlich verrückt, aber ich kann das ln dieser Klammer kann ich umrechnen und das ist ln von 1000 Fakultät, minus ln 500 Fakultät, minus ln 500 Fakultät. Das sind die Grundregeln des Rechnens mit dem Logarithmus. Und dann habe ich ln 1000 Fakultät. Das kann ich natürlich nicht ausrechnen, weil 1000 Fakultät ja unvorstellbar groß ist. Aber es gibt eine Näherung, die Stirlingsche Näherung für ln 1000 Fakultät, mit der ich gut umgehen kann. Und die lautet, ln 1000 Fakultät ist 1000 mal ln 1000 minus 1000. Das kann ich leicht ausrechnen mit dem Taschenrechner. ln 1000 kann ich ganz leicht ausrechnen und dann ist das ganz einfach und da kommt 5907 raus. Für ln 1000 Fakultät. Und das mache ich genauso für ln 500 Fakultät und dann bilde ich diese Summe und dann komme ich für die eckige Klammer auf
693 und die Entropie ist dann K mal 693. Das ist also die einfache Rechnung der Entropie für diese Situation nach dem Boltzmann, nach dieser Formel. Und jetzt möchte ich wissen, die Entropiedifferenz zwischen dieser Situation und der Anfangssituation. Und die Anfangssituation war ja, dass alle Münzen links waren. Alle Münzen wären also schwarz sozusagen. Alle Moleküle links, alle Münzen schwarz. Und wie viele Mikrozustände gibt es dafür? Dafür gibt es nur einen Mikrozustand. Und wenn Sie das hier einsetzen in diese Formel, dann würden Sie sagen, da steht K mal ln1 für die Entropie. Das habe ich geschrieben. Die Entropie am Anfang ist K mal ln1. ln1 ist 0, das ist also 0. Sie sehen dabei, diese Entropie kann man nicht nur ausrechnen für den Zustand mit der maximalen Zahl der Mikrozustände. Das ist die Entropie, die sich am Ende einstellt. Die anderen Zustände haben auch eine Entropie, die ist nur geringer, weil W kleiner ist, die Zahl der Mikrozustände. Und die Entropie, alle diese Zustände haben eine Entropie und der Anfangszustand hat hier also die Entropie 0. Und der Unterschied zwischen dem Endzustand und dem Anfangszustand ist also K mal 693, weil ich ja nur 0 abziehen muss. Das ist also die Berechnung der Entropie. Differenz bei der Gasausdehnung mit Hilfe dieser statistischen Methode und dieser Begriffsbildung Makrozustand, Mikrozustand und dieser Formel. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was kommt raus, wenn ich diese Entropiedifferenz aus der Thermodynamik ausrechne, das habe ich unten geschrieben, aus der Thermodynamik für die gleiche Ausdehnung, das habe ich ja schon x-mal gemacht, Delta S war n mal r mal ln V Ende durch V Anfang. Und was dabei rauskommt, habe ich jetzt hier mal für ein Mol erstmal geschrieben, n gleich 1. Das ist das R mal ln Endvolumen durch Anfangsvolumen ist 2. Steht hier R mal ln 2 für ein Mol. Und ein Mol sind 6 mal 10 hoch 23 Moleküle, das ist die Avogadro'sche Zahl. Das ist also das, was aus der Thermodynamik kommt. Das gilt jetzt also für 6 mal 10 hoch 23 Moleküle. Wenn ich das auf ein Molekül runterrechne, muss ich das auch durch 6 mal 10 hoch 23 dividieren. R durch diese Avogadro'sche Zahl, das muss ich hier also einsetzen. R durch die Avogadro'sche Zahl ist aber gerade K. Dann kommt hier also die Boltzmann-Konstante. Statt R bekomme ich die Boltzmann-Konstante mal den natürlichen Logarithmus von 2 für ein Molekül. Das ist durch diese Division. Das ist also jetzt K mal ln2 für ein Molekül. Und für 1000 Moleküle habe ich jetzt 1000 mal K mal ln2. Und dann muss ich jetzt ausrechnen 1000 mal ln2. Das ist ganz einfach ausgerechnet und das sind ganz genau 693. Und deswegen komme ich also mit dieser Rechnung für Delta S auf K mal 693. Haargenau das gleiche, wie ich aus der statistischen Betrachtung bekommen habe. Das heißt, wenn ich die Formel aus der Thermodynamik verwende, die ja letztlich aus dem Carnot-Zyklus kommt, dann komme ich also in diesem, für diese 1000 Moleküle auf 693 K Entropiedifferenz. Und das bekomme ich auch aus dieser Rechenmethode, die die Boltzmann-Methode anwendet, die ja eine rein statistische Methode ist, aus der Zahl der Mikrozustände, die maximal ist. Sie sehen also in diesem speziellen Fall, an diesem ganz besonders einfachen Fall, kann man diese Boltzmann-Begriffsbildung jetzt eins zu eins sozusagen ableiten oder umsetzen in diese Situation der Gasexpansion. Da passt das eins zu eins zusammen. Und wenn man das macht, kann man also auf diese Weise in dieser Sondersituation die Differenz der Entropie zwischen dem Anfangszustand und dem Endzustand ausrechnen. Und das muss natürlich ein Volumen Anfangszustand, zwei Volumen Endzustand sein. Das sehen Sie, das liegt an den Münzen. Die haben ja nur die Wahrscheinlichkeit ist eben ein halb und das ist eben nur gegeben, wenn ich ein Volumen auf zwei Volumen ausdehne. Und das ist ja bei meinen Münzen der Fall, dass die Wahrscheinlichkeit ist ja nur ein halb für Rot und Schwarz. Und Sie sehen also aber in diesem Spezialfall, da kann man also
diese statistische Methode anwenden und ganz exakt die Entropiedifferenz ausrechnen. Das ist also eine doch wunderbare Anwendung, die eben den großen Wert dieser Boltzmann-Methode in diesem speziellen Fall zeigt. Ja, das ist also dieser Spezialfall. Und im Allgemeinen ist es ja so, dass in der Thermodynamik die verschiedenen Zustände jetzt nicht die sind, dass man sagt, linkere Hälfte, rechte Hälfte, das ist ja nun ein Sonderfall, sondern im Allgemeinen ist es so, die verschiedenen Zustände, die die Moleküle einnehmen können, sind verschiedene Energieniveaus. Und da gibt es natürlich nicht nur zwei, sondern da gibt es viele Energieniveaus. Und wie sich das im Prinzip dann auswirkt auf diese Betrachtung, das will ich Ihnen hier an den rechts darstellen, in dem letzten Beispiel auf dieser Tafel, nach einer kurzen Pause. Meine Damen und Herren, bevor ich jetzt zu dem letzten Teil komme, will ich noch eine Anmerkung machen zu dem vorigen Teil. Ich habe Ihnen ja dargestellt, dass die Verteilung der Gasmoleküle zwischen der linken Hälfte und der rechten Hälfte also eine statistische Verteilung ist. Und wenn Sie das jetzt ansehen, dann sehen Sie natürlich direkt, dass in der Situation, in der Sie jetzt nur sehr wenige Gasmoleküle haben, Sie eine Sondersituation in gewissem Sinne haben, eine auffällige Situation, die Sie an dieser Tafel sehen können, indem Sie sehen, dass, wenn Sie sehr wenige Gasmoleküle haben, sagen wir mal, jetzt hätten Sie nur vier zum Beispiel, Sie bei dieser statistischen Verteilung, die Sie durch das Becherspiel machen, sehr häufig finden werden, oder gar nicht selten finden werden, dass alle Moleküle in der linken Seite sind. Alle Münzen sind oben schwarz oder alle Münzen sind oben rot. Dann wären die Moleküle alle rechts. Und das würden Sie ja hier direkt sehen. Und Sie sehen ja hier, das ist ein Mikrozustand von 16, also ist ziemlich häufig. Und das ist auch so. Wenn Sie also das machen würden, Sie würden das jetzt also ein großes Volumen haben und Sie hätten da drin vier Moleküle, dann würden diese vier Moleküle natürlich sehr häufig oder gar nicht selten alle links oder alle rechts sein. Und man kann andererseits auch sagen, wenn ich mein altes Volumen nehme mit den vielen Molekülen und ein ganz kleines Teilvolumen jetzt betrachte, mit meinen vielen Molekülen, wenn ich also das alte Volumen nehme, das alte große Volumen jetzt mit den vielen Molekülen, die gleich einigermaßen gleich verteilt sind, wenn ich daraus ein kleines Teilvolumen nehme, in dem nur wenig Moleküle sind, dann würde ich sagen, ja, da habe ich die gleiche Situation. Wenn ich das in links und rechts teile, dann habe ich große Fluktuationen. Dann und wann werden eben in der linken Hälfte gar keine Moleküle sein und in der rechten Hälfte von diesem kleinen Teilvolumen alle. Und genau so ist das. Diese Fluktuationen, die kann man sehr gut nachweisen und die machen sich auch makroskopisch bemerkbar. Das wollte ich noch ergänzen und das zeigt eben wirklich die reale Bedeutung oder das zeigt, dass diese statistische Beschreibung die Realität beschreibt und keine Fiktion ist natürlich. Ja, dann komme ich also hier zu dem rechten Teil und es ist also so, dass normalerweise natürlich in der Thermodynamik, die beschrieben wird, nicht, ob das Molekül links oder rechts ist, sondern es wird beschrieben, welchen Energiezustand das Molekül hat. Und die Zahl der Energiezustände, die ist sehr groß. Da habe ich nicht nur links, rechts, sondern habe ich eine große Zahl von möglichen Energiezuständen. Und dann sieht die Situation anders aus. Im Prinzip ist es das Gleiche, aber die Situation sieht anders aus. Und wie sie aussieht, das habe ich Ihnen hier rechts jetzt im Prinzip aufgezeichnet. Ich habe geschrieben Entropie und Energiezustände. Und ich habe Ihnen jetzt hier aufgeschrieben, 8 Moleküle unten, das Molekül 1, 2, 3 bis 8. Und darüber habe ich diese Linien gezogen. Und diese Linie, das heißt, das Molekül, was da drauf ist, hat 10 Einheiten. Das Molekül, was da drauf ist, 20 und so weiter. Und wenn Sie das jetzt sehen, dann habe ich Ihnen eine Verteilung mit diesen Kreuzchen aufgeschrieben. Und ich habe gezeigt, das erste Molekül, das soll hier auf der Linie 2 mit 20 Einheiten sein. Das zweite Molekül auf der Linie 1 mit 10 und so weiter. Und diese Verteilung der Kreuzchen, das ist jetzt ein Mikrozustand. Und aus dieser Verteilung
konstruiert man den dazugehörigen Makrozustand dadurch, dass man alle Teilchen zusammenzählt, die auf einer Linie sind, die eine auf der gleichen, auf dem gleichen Energieniveau sind. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie hier auf der untersten Linie, da haben Sie ein Teilchen. Auf dem nächsten Energieniveau, da haben Sie vier Teilchen, vier Kreuzchen. Hier haben Sie zwei, hier haben Sie eins und oben null. Dieser Stapel, der Ihnen die Besetzung der einzelnen Energieniveaus angibt, das ist der Makrozustand. Und dieser Makrozustand, der hat eine bestimmte Gesamtenergie. Und die Gesamtenergie, die kann man ausrechnen, indem man einfach sagt, wie viel Energie ist auf dem Niveau 1, das ist dieses eine Teilchen, das sind also 10 Einheiten. Das sind, habe ich hier geschrieben, die Summe der Energie sind diese 10 Einheiten. Auf dieser nächsten Linie, da habe ich 4 mal 20, das sind 80, das sind diese 80. Auf der nächsten Linie habe ich 2 mal 30 sind 60, hier habe ich 1 mal 40 und dann habe ich 1 mal 0. Die Summe ist 190 Energieeinheiten. Das ist also ein Makrozustand mit 190 Energieeinheiten. Und dieser Makrozustand, das hier mit dem ist ein Makrozustand mit 190 Energieeinheiten. Und diese Kreuzchenverteilung, das ist ein Mikrozustand, der zu diesem Makrozustand gehört. Diese Zahlenstapel 1, 4, 2, 1, 0 in diesem Falle, das bezeichnet also den Makrozustand. Und diese Kreuzchen sind ein Mikrozustand, der dazugehört. Und Sie sehen, Sie können leicht jetzt viele andere Mikrozustände konstruieren, die zu dem gleichen Makrozustand gehören mit der gleichen Energieverteilung. Sie brauchen also zum Beispiel jetzt nur diese beiden Kreuzchen auszutauschen. Das Atom 1 wäre dann hier unten auf 10. Und das Atom 2 wäre hier auf 20. Dann hätten Sie an der Besetzung natürlich nichts geändert und Sie hätten auch an der Gesamtenergie nichts geändert. Also der Makrozustand und die Gesamtenergie hätten sich nicht geändert, nur ein neuer Mikrozustand wäre hier beschrieben worden. Das ist also der Begriff Mikrozustand, Makrozustand und Gesamtenergie. Nun, die Situation ist jetzt also die, dass man sagt, es geht um Folgendes. Ich habe jetzt diese Situation so beschrieben und es gibt natürlich jetzt für diese Gesamtenergie von 190 Einheiten andere Makrozustände, die auch 190 Einheiten haben. Und einen solchen Makrozustand, den habe ich Ihnen hier rechts daneben gezeichnet. Das ist jetzt rot eingezeichnet. Da habe ich auf der unteren Energieniveau ein Atom. Das ist wie hier. Aber auf dem nächsten, auf der Linie mit 20 Einheiten, da habe ich jetzt diese 3. Das ist also diese 3. Auf der nächsten habe ich 4. 1, 2, 3, 4, das ist die 4. Auf der nächsten Linie 0 und 0. Sie sehen also, diese Besetzungszahlen sind jetzt ganz anders. Das ist ein anderer Makrozustand. Der Energiegehalt, der ist genauso, das habe ich so gezeichnet, der ist genauso, dass es wieder 190 sind. Wenn Sie das anfangen, dann haben Sie auf der untersten Linie jetzt hier diese 10. Das sind diese 10. Auf der nächsten Linie haben Sie 20, 40, 60, das sind die 60. Auf der nächsten Linie haben Sie 30, 60, 120, das sind die 120. Und auf dieser Linie und auf dieser Linie haben Sie 0, da ist ja kein Molekül. Das gibt wieder 190. Das heißt also, Sie haben hier einen anderen Makrozustand, der auch die Energie 190 hat. Und diese Energie 190, die halten Sie immer konstant, an der rühren Sie nicht. Und Sie sehen, für diese Energie 190 haben Sie also jetzt hier schon zwei verschiedene Makrozustände. Und jetzt müssen Sie folgendermaßen vorgehen. Sie müssen sagen, ich bestimme für diesen Makrozustand mit den Kreuzchen hier die Zahl der Mikrozustände. Dafür gibt es jetzt wieder statistische Formeln. Und das Gleiche mache ich für diesen anderen roten Makrozustand. Und ich suche jetzt alle Makrozustände auf, die überhaupt 190 haben. Das ist natürlich eine riesige Zahl, also eine riesige Zahl von solchen Zahlenstapeln. Und für jeden Zahlenstapel rechnen Sie also aus die Zahl der Mikrozustände. Und dann nehmen Sie den Zahlenstapel, den Makrozustand, der die meisten Mikrozustände hat. Den suchen Sie sich aus. Und diese Zahl der Mikrozustände, die setzen Sie in diese Formel ein und dann haben Sie die Entropie.
Das ist also das Prinzip der Sache. Rechnerisch sind das im Prinzip ganz einfache Formeln am Ende, wenn man sie mal abgeleitet hat. Und das habe ich hier geschrieben. Der unordentlichste Makrozustand, das ist der mit den meisten Mikrozuständen, hat Wmax Mikrozustände. Ja, Wmax ist die maximale Zahl der Mikrozustände und die nennt man Wmax. Das setze ich ein. S im Gleichgewicht, das ist also der Zustand, der sich einspielt am Ende. Der Zustand mit der maximalen Entropie, mit der maximalen Unordnung, ist also K, Boltzmann-Konstante K, mal dem natürlichen Logarithmus von Wmax. Dann sind Sie fertig. Das ist die Übertragung dieser Situation auf die Energieniveaus. Und ich denke mal, das kann man verstehen, aber Sie sehen, welche enormen Zahlen hier auftreten von Makrozuständen und von Mikrozuständen natürlich. Als letztes will ich noch dazu anmerken, das, was ich hier geschrieben habe. Sie sehen Folgendes. Wenn Sie die absolute Temperatur 0 Kelvin wählen, dann haben alle Moleküle die minimale Energie. Eine gewisse Minimalenergie brauchen sie. Aber die Minimalenergie wäre also 10 zum Beispiel, 10 Einheiten, und dann würden alle Moleküle 10 Einheiten haben. Und Sie sehen, dann gibt es nur einen Mikrozustand. Und wenn Sie das dann einsetzen hier, dann haben Sie S gleich K mal ln 1 und das ist 0. Und das habe ich geschrieben. Es gibt da nur einen Mikrozustand und S gleich K mal ln 1 ist 0. Und das ist der dritte Hauptsatz der Thermodynamik, der sagt eben, wenn die absolute Temperatur gegen 0 geht, dann geht die Entropie gegen 0. Und das ist eben das, was man dritter Hauptsatz der Thermodynamik nennt. Ja, damit habe ich Ihnen also ganz kurz das Prinzip wenigstens dargestellt für die Behandlung der Energiezustände der Moleküle mit der Begriffsbildung von dem Boltzmann. Ja, damit habe ich Ihnen also am Ende auch noch den dritten Hauptsatz nahegebracht. Und damit bin ich wirklich am Ende dieses Vortrages, der ja wieder sehr lang geworden ist, angelangt. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber ich möchte doch noch eine Anmerkung dazu machen. Ich habe Ihnen ja jetzt hier am Ende dargestellt, dass der Makrozustand, der die meisten Mikrozustände hat, eine herausragende Rolle spielt. Für eine bestimmte Energie. Sie suchen also für eine bestimmte Energie den Makrozustand, der die meisten Mikrozustände enthält. Und Sie sehen ja, was so ein Makrozustand ist. Der Makrozustand sagt Ihnen, wie die Moleküle verteilt sind über die einzelnen Energieniveaus. Wie viele Moleküle sind auf dem Energieniveau 10, wie viele sind auf 20, auf 30 und so weiter. Das ist also eine Verteilung der Moleküle über diese Energieniveaus. Und diese Verteilung, die ist natürlich berechnet worden und das ist die berühmte Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Die finden Sie in allen Lehrbüchern und da wird sie also genau dargestellt und da wird sie in manchen Lehrbüchern auch abgeleitet. Und das muss ich natürlich ergänzen, damit Sie den Anschluss finden jetzt von dem, was ich hier dargestellt habe, zu der Literatur. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall nachtragen. Also Sie finden diesen Anschluss, indem Sie jetzt also sagen, der Makrozustand mit den meisten Mikrozuständen bei einer gegebenen Energie, das ist der Maxwell-Boltzmann, ist die Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Das wollte ich auf jeden Fall nachtragen.